Fängst du gleich an? Machst du ein Vorspiel? Ja. Oder wir spielen erstmal lang. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what love is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Mr. Ado, I
zu haben, haben wir uns heute hier versammelt in der Nordmarkhalle zu einem Abend voller Musik und Unterhaltung, voller Boxsport und Spannung und voller faszinierender Persönlichkeiten. Und natürlich, um vier hochinteressante Politiker kennenzulernen, die in zwei Wochen mit ihren Parteien zur Wahl stehen werden und sich heute in diesen Ring trauen. Ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, sich genauso sehr freuen auf den heutigen Abend, wie auch die Zuschauer vom Livestream des SAZ-Verlags und vor allem so sehr wie ich. Und dementsprechend begrüße ich Sie hiermit herzlich zum heutigen Politboxen. Mein Name ist Dohm, Stefan Joachim Dohm vom Institut für Bildungsdienstleistung. Ich bin heute sozusagen Ihr gastgebender Veranstalter und werde mich bemühen, Sie hier schadlos und unterhaltsam durch den Abend zu führen. Zunächst aber möchte ich mich einmal bedanken bei unseren Musikern am Piano, der wunderbare Kilian Jensen. Und am Schlagzeug ist uns was ganz Besonderes passiert. Unser erster Schlagzeuger ist uns abhanden gekommen und da ist spontan jemand eingesprungen. Es hätte nicht besser laufen können, wie Sie gerade gehört haben. Max Kunz. Und es gibt nur einen Saxophonisten, der besser ist als ich, und das ist Randy Delfs. Ragnar, du bekommst natürlich noch keinen Applaus, weil ich weiß, dass du noch einen Song für uns vorbereitet hast, um uns sozusagen ein bisschen einzustimmen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir auch ein bisschen helfen. Ich? Ja. Die Melodie dürfte ja bekannt sein. Ich habe es extra hier ausgedruckt auch nochmal. Ja. So, die Melodie ist bekannt. Ja. Ich verrate noch nichts. Okay. Ne? Ja, lass uns probieren. Aber ich darf den Text ablesen, oder? Ja, das ist okay. Doch, ja. Geht's los? Das Beste im Bundestag sind Diskussionen. Das ist hier schon seit 49 so. Das Schönste in diesem Jahr, das sind die Wahlen. Da sind sogar fast alle Wählerinnen froh. Bei uns, da kann man lauthals sagen, was man selber will. Da sind wir frei und keiner sagt uns, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn da sagen wir, schön ist es, Demokrat zu sein. Die Wahl ist allgemein geheim und frei. Du kannst frei gehen, das kostet kein Geld. Kreuz doch einfach an, was dir gefällt. Schön ist es, Demokrat zu sein, sagt die Wählerschaft zum. Du und ich, wir stimmen nein. Schön ist es, Demokrat zu sein. Noch eine Strophe, ne? Ich liebe die freie Welt, Vielfalt der Medien. Und du informierst dich auch im Internet. Das stimmt. Ich möchte durch die Gegend ziehen, durch ganz Europa. Wäre das weltweit möglich, das wäre wohl nett. Die Welt wird immer wärmer und die Folgen riesengroß. Die Legen und Kohle und Moos. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn da sagen wir Hurra. Schön ist es, Demokrat zu sein. Die Wahl ist allgemein geheim und frei. Du kannst frei gehen, das kostet kein Geld. Kreuz doch einfach an, was dir gefällt. Schön ist es, Demokrat zu sein, sagt die Wählerschaft zum. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, Demokrat zu sein. Ragnar Mathiesen, Herr. Ragnar Mathiesen, großen Applaus für unsere Musiker. So, und während nun hier im Hintergrund
die Instrumente abgebaut werden, werde ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein bisschen zu erklären, wie das Ganze heute funktioniert. Das Politboxen ist interaktiv und das bedeutet, dass Sie diesen Abend zu Ihrem Abend machen können. Das Ganze funktioniert so. Zunächst werden hier, nach dem Boxen, was wir gleich erst sehen, die vier Politiker in den Ring einziehen. Wahrscheinlich zu Jubel oder Buhrufen, das ist natürlich Ihnen überlassen. Und dann werden Sie Ihre Ecken einnehmen und dann werden Sie nacheinander einzeln Statements halten. Der eine oder andere kennt das schon. Und Sie werden hier in der Ringmitte stehen und sich Ihnen zu erkennen geben. Der Reihe nach, jeweils einzeln. Das Ganze passiert dreimal, das heißt, es gibt 12 Runden. Und diese Politiker sprechen zu selbstgewählten Überschriften, sogenannten Schlagworten. Und das soll Ihnen die Möglichkeit geben zu erkennen, wer steht eigentlich wofür und wer setzt sich wofür ein oder hat vielleicht schon was geleistet oder möchte was erreichen noch. Ihr Part dabei ist folgender. Sie haben am Eingang alle ein Programmheft bekommen und zwei Fragekarten und einen Stift. Auf diese Fragekarten können Sie eine Frage raufschreiben, was immer Sie wollen. Jetzt kein Unsinn, wir wurden mal gefragt, wie denn das Haarshampoo eines bestimmten Politikers hieße, weil er so schöne weiße Haare hätte. Solche Fragen kommen nicht dran, aber grundsätzlich können Sie fragen, was Sie wollen und dann kreuzen Sie an wen diese Frage gerichtet ist und wen Sie als Gegenredner haben möchten. Sie kreuzen also zwei Seiten an und stellen auf diese Weise Duelle zusammen. Und genau diese Duelle finden dann genauso hier statt. Die werden hier vorne eingesammelt, Sie halten die Fragen einfach nur hoch, dann kommt jemand zu Ihnen. Wir haben hier Helferinnen und Helfer zwischen Ihren Reihen, die erkennen Sie an den schwarzen T-Shirts mit dem silbernen Aufdruck. Sie halten die Fragen einfach hoch und die kommen und sammeln das ein und bringen das hier vorne hin. Wenn Ihre Frage nicht genauso kommt, wie Sie sie aufgeschrieben haben, dann liegt das daran, dass die Frage vielleicht doppelt war. Oder dass vielleicht eine Frage so ähnlich gekommen war. Aber grundsätzlich wird hier nicht zensiert oder verändert, sondern es wird genau so gefragt, wie Sie das geschrieben haben. Nun ist es aber ja so, dass wir hier noch einen Boxteil haben vorher. Also wir wollen ja gerne den eigentlichen Boxsport auch ein bisschen fördern. Und wir haben uns gefragt, wie kriegen wir denn diese Welten zusammen? Also welches wäre denn die richtige Personalie, um diese beiden Welten aus Politik und Boxen irgendwie vereinen zu können? Und wir haben uns gefragt, wen wir denn dazu einladen könnten. Wir haben also gesagt, es müsste jemand sein, der selbst Ahnung vom Boxen hat. Es müsste jemand sein, der... Du musst noch einen weiter. Wir wollen den Leuten ein bisschen helfen, wen wir meinen. Genau. Wir haben uns überlegt, es müsste jemand sein, der Boxerfahrung hat, der am besten schon mal selbst geboxt hat. Am besten irgendwas im Amateurbereich. Jemand, der vielleicht sogar Erfolge erzielt hat. Jemand, der, das wäre ganz besonders gut gewesen, vielleicht sogar Profiboxer geworden sein könnte und am besten da auch Erfolge erzielt hätte. Am allerbesten natürlich jemand, der wie wir vom Institut auch mit Jugendlichen was macht, die benachteiligt sind. Wir selbst arbeiten ja mit Kindern und Jugendlichen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht zur Schule gehen können oder dürfen und dann uns besuchen. Und wir haben mal durchgezählt, auf wie viele ehemalige Boxer das zutrifft. Wir kamen insgesamt auf einen. Gordon, wir brauchen die krawallige Einmarschmusik. Wir wollen ja ein bisschen Schub haben. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie in wenigen Augenblicken hier im Ring Politboxens ein Mann, der bereits zu DDR-Zeiten im Amateurboxsport sehr erfolgreich war. 5-mal deutscher DDR-Meister war er. Er war 3-mal Europameister. Er war Weltmeister und hat den Weltpokal gewonnen. Dieser Mann hat den größten Gipfel des Amateurboxens erstiegen, nämlich olympisches Gold im Mittelgewicht. Mit der Wende und der Einheit hat er den Schritt in den Profiboxsport gewagt, ist Profi geworden und 1993 zum ersten Mal Weltmeister geworden. Und hier ist er, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie im Ring des Politboxens den Gentleman Henry Maske.
herzlich willkommen. Sie sehen, Sie haben viele Fans auch im hohen Norden. Und erstmal herzlich willkommen zum Politboxen der Maske. Herzlichen Dank, danke für den lieben Empfang. Ich sehe es, dass Leute mit großer Sicherheit hier zum Boxen gekommen sind. Ich habe mich gerade schon mit den Politikern unterhalten. Ist spannend, wirklich. Es ist wirklich spannend. Ich wurde leider gerade. Denn gedacht, als Sie zum ersten Mal das Wort Politboxen überhaupt gehört haben? Ich muss gestehen, ich habe selbst gestutzt drüber nachgedacht, was kann ich mir darunter vorstellen, was muss ich mir darunter vorstellen. Gehen jetzt tatsächlich Politiker auch in den Ring und zwar mit Fäusten? Ist wohl am Ende dann nicht so, hat man mir jetzt aufklärenderweise. Wir geben uns jedes Mal größte Mühe, seit 10 Jahren Sie so zu provozieren, dass Sie sich wirklich hauen. Aber nein, das ist nur Spaß. Wir wollen natürlich niveauvollen Streit nur. Ja, also das ist mir, sag mal, eben drüber gekommen, gebracht worden, dass es Boxen gibt, ja, aber es gibt am Ende Politiker, die sich verbal duellieren. Genau, das ist die Idee. Und wenn ich Sie wüsste, wie nervös die echten Boxer jetzt sind, die hinter der Bühne warten, ich würde vorschlagen, dass wir die beiden gemeinsam ankündigen. Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich Ihnen ein paar meiner. Einen von den beiden? Nee, alle beide. Ich, machen wir noch soll ich beide machen? Ja, ich mache den schwarzen Teil, Sie den roten. Okay, dann mache ich den roten Teil. Da ist nicht mehr viel übrig. Wir können tauschen, wenn Sie wollen. Oder wir machen nacheinander. Nee, fangen Sie an. Okay, Gordon, wir brauchen gute Musik für unsere echten Boxer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie in der blauen Ecke, in einigen Momenten hier im Ring, den ersten echten Boxer, einen jungen Mann, der nach seinem Fachabitur nun eine Ausbildung durchläuft. Er bringt als Boxer eine Größe von 1,93, so wie Sie, mit in den Ring, bei einem Gewicht von 89 durchtrainierten Kilogramm. Und er boxt seit 2018, hat inzwischen 6 Kämpfe bestritten und ist ein, man muss sagen, ausgesprochen agiler mit großer Reichweite. Begrüßen Sie in der blauen Ecke Luca Baumgartner. Das ist er nicht. Wo ist er? Und begrüßen Sie, die kommen gleichzeitig nämlich, ihm gegenüber in der roten Ecke einen jungen Mann, der aktuell seinen Weg als Ausbilder bei der Bundeswehr geht. Als Boxer bringt er bei einer Größe von 80 ein Gewicht von 100 Kilo in den Boxring. Und er boxt bereits seit 2008 und ist zwar ein kleiner Gegner, aber dafür erfahrener. Ein Boxer mit wirklich großer Schlagkraft. Begrüßen Sie in der roten Ecke, Entschuldigung, Gordon Nadrau. Meine Damen und Herren, ringfrei fürs echte Boxen. Yeah. Come with me.
In die Mitte, Luca. Der halt die Mitte. Sehr zeigen, wozu sie beide in der Lage sind, können sie durchstehen mit ihrem sehr unterschiedlichen Boxstil. Ja, wenn man die beiden sieht, ist es ja wirklich sehr, sehr deutlich, wie groß der Unterschied sich bemerkbar macht. Es wird schon wieder geklopft, höre ich. Ich glaube, wir quatschen gleich in der zweiten Pause nochmal weiter. Mitte, Luca. Da war er tatsächlich mal wirklich dabei, oder? Ja, gut,
es waren ein paar klare Treffer bei, und zwar von beiden. Man merkt, so länger der Wettkampf geht, umso mehr geht es doch ans Eingemachte. Beide spüren, dass die Kräfte schwinden. Es gab ein paar klare Treffer von beiden Seiten, und jetzt deswegen wird die dritte Runde jetzt noch vieles sehr entscheiden. Ja, wir können also gespannt sein. Absolut. Und ich habe den Eindruck, den beiden fehlt so ein bisschen das Training aus der Zwischenzeit. Nach der langen Pause ist das ja ganz schön schwer, da wieder reinzukommen, oder? Durch diese Corona-Unterbrechung. Ja, sie haben mir aber vermittelt vorhin, dass sie guter Dinge sind und sich sehr gut vorbereitet haben. Okay, dann sind wir gespannt auf die dritte Runde. Dreh dich, Luca, dreh dich. In die Mitte, Luca, in die Mitte. Sehr schön, Luca. Drehen. Jetzt greifst du an. Jawohl, push dich nochmal. Hol mal raus, raus, raus. Das hast du. Ja, genau. Er wird aufmüde, komm, pack. Raus aus der Ecke, Luca, raus aus der Ecke. Gut! Luca, Steiner! Du zuerst, nicht warten. Sehr schön, Luca. Komm, 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 Meine Damen und Herren, das war spektakulär. Ich war fasziniert eben gerade. Wie haben Sie es gesehen? Ja gut, das Urteil ist noch nicht gesprochen, aber auf jeden Fall merkt man, und das merkt der Zuschauer, drei Runden, die gehen zwar auf der einen Seite schneller vorbei, als man vermutet, auf der anderen Seite kosten sie enorm viel Kraft, und man hat es gesehen, dass die dritte Runde doch von beiden nicht nur beherzt geführt wurde, aber doch viel Kraft kostet und die eine oder andere Kontrolle dann auf der Strecke bleibt. Das ist normal. Das ist so, das denkt nur der oder das weiß nur der, der diese Erfahrung gemacht hat. Wir haben noch eine kleine Überraschung vorbereitet von Ihnen, beziehungsweise Sie haben diese Überraschung vorbereitet. Und zwar haben wir für unsere Boxer ein kleines Geschenk von Ihnen bekommen. Und zwar Boxhandschuhe für dich, einmal Gordon. Du musst die einmal halten, dass Herr Maske die für dich signieren kann hier, dass du auch beweisen kannst, dass du das persönlich von ihm bekommen hast. Und das gleiche einmal natürlich für den Luca.
Danke. Meine Damen und Herren, unsere Boxer, vielen Dank dafür. Und ihr seid erlöst, ihr habt es hinter euch. Wir sind der einzige Boxring, in dem gekämpft wird ohne Urteil. Uns geht es in erster Linie um den harten Wettbewerb bei gleichzeitigem Respekt vom Gegner. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Danke. Gut gemacht. Und noch abschließend ein Applaus für unseren Ringrichter, der das Ganze hier im Ring hat stattfinden lassen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder zum Boxen. Schönen Abend wünsche ich euch allen noch. Vielen Dank. So, und wir haben Sie ja nicht nur eingeladen wegen des Boxens. Wir haben Sie ja auch eingeladen als jemand, der sozial engagiert ist. Ich weiß, das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit mit dem Henry Maske Fonds, den Sie machen. Das ist ja kein Spaß. Und wir haben Sie eingeladen als den Gentleman, der bekannt dafür war, nicht nur elegant zu boxen, sondern auch mit großem Respekt dem Gegner gegenüber zu sein. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Wir fangen einfach mal an. Sie beschreiben das Boxen oft als Metapher fürs Leben. Wie ist das zu verstehen? Da gab es mal einen Jan Huth, der wird vielleicht vielen nichts mehr sagen. Dokumenta Kassel haben wir geboxt 92 und kamen das erste Mal mit Intellektuellen auf eine Art zusammen, wie vor 1990 lange nicht mehr das Berufsboxen im Zusammenhang stand. Dokumenta Kassel, sehr kreativ. Und der hat es wunderbar verstanden, den Boxsport auf eine Art zu interpretieren, wie ich es genauso gefühlt habe. Boxsport ist etwas, wo Sie wissen, es wird irgendwann den Punkt geben, wo Sie alleine in den Ring krabbeln, ganz alleine, der Trainer bleibt draußen und es steht jemand gegenüber, der genau das Gleiche vorhat wie Sie. Der will gewinnen. Er weiß, er muss den anderen treffen, mindestens einmal mehr. Es gibt einen Ringrichter in Weiß, der darauf achtet, dass alles dem Reglement entsprechend geschieht. Und der Zuschauer kann sehen. Wir würden uns wünschen, wenn viele Entscheidungen genauso getroffen werden. Es gibt Fehlurteile, die Fehlurteile werden aber nicht von den Sportlern produziert, sondern manchmal von 3 oder 5 Kampfrichtern, weil Interessen, was auch immer. Unterschiedliches Gefühl, unterschiedliche beeindruckende Erlebnisse. Aber Fakt ist, das sind ganz saubere Akteure und Akteurinnen ja heute mittlerweile, die dort in den Ring steigen, die dort einen Wettkampf begehen und im Nachhinein, das ist ja sehr selten der Fall in vielen anderen Dingen, wenn man sich so auseinandersetzt, sind sie sehr respektvoll dem anderen gegenüber, fallen sich in die Arme, meinen es ehrlich und sind froh, dass sie es geschafft haben und haben großen Respekt, wenn sie es nicht vorher schon hatten, im Nachgang für seinen Gegner. Das heißt, da kann man viel daraus lernen fürs normale Leben. Und wenn wir jetzt das Ganze versuchen, auf die Politik zu übertragen, ist es doch so, ein Boxer, der muss ja immer erst zeigen, was er kann. Und danach wird er zum Sieger gekürt. Bei der Politik ist das ja ein bisschen umgekehrt. Was halten Sie davon? Das ist ja nicht wahr. Also ich glaube, wer jetzt hier jetzt ins Rennen geht, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, die müssen ja erstmal wahnsinnig kämpfen. Und es ist ja für keinen von denen von vornherein klar, welche Position sie einnehmen, wenn sie dann im Ziel sind. Ne? Also insofern ist das schon ein Stück weit vergleichbar. Und dann geht es ja eigentlich erst wirklich los. Ja, das ist wohl wahr. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, wer weiß. Apropos Politik und dazwischen, Sie waren ja schon vor der Wende sehr erfolgreich im Amateurboxen und haben sogar olympisches Gold gewonnen. Das, wovon jeder Sportler, jede Sportlerin eigentlich träumt, also der eigentliche Gipfel. Nun gab es damals aber, auch nicht nur als Sportler in der DDR, durchaus auch Aspekte, die vielleicht nicht so traumhaft waren. Was denken Sie heute über das gesellschaftliche Streiten zu politischen Themen in Deutschland? Was denken Sie über den Wettkampf der Konzepte und Vorstellungen, was denkt der Bürger Henry Maske, der in 2 Systemen gelebt hat und was der ehemalige Boxer, der in 2 Systemen extrem erfolgreich war? Also gut, was im Boxsport mich geeint hat, auf der einen wie auf der anderen Seite, das muss man gestehen, in der DDR war die Marktwirtschaft ja nicht zu Hause, aber im Leistungssport sehr wohl. Was ich damit sagen will ist, wenn wir
Beispiel, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sehr erfolgreich waren, aber an diesem Jahr stand ein neuer Höhepunkt an und man wurde dann gemessen an der aktuellen Leistung. Und es hätte sein können, dass man mich nicht mitnimmt, weil meine Leistung, was ich bisher abgewickelt habe, nicht besonders anspruchsvoll war. Dann war das so, dann musste ich das akzeptieren. Deswegen glaube ich, kam ich auch recht gut in der neuen Bundesrepublik zurecht, weil ich gewusst habe, wenn du Erfolg hast, dann steht dir alles offen. Hast du keinen Erfolg, geht schnell die Tür zu. Das ist nun mal im Leben so und das ist bei uns auch der Fall gewesen. Ansonsten bin ich selbstverständlich sehr froh. Ich gehöre zu den Gewinnern zu dieser Einheit, weil ich das Glück hatte, dass bei uns mutige Leute waren, ist ja schon über 30 Jahre her, mutige Leute waren, was gewagt haben, was auch dann am Ende passierte. Und wir hatten relativ schnell die Energie aufgebracht, den Mut zu haben, das professionelle Boxen in die Öffentlichkeit zu bringen. Was man uns nicht zutraute, haben wir dann am Ende doch geschafft. Ja, und wie? Nun kennt man Sie natürlich immer als erfolgreichen Menschen. Wenn man an die Maske denkt, denkt man Weltmeister, alle Titel, der erfolgreichste deutsche Boxer aller Zeiten im Grunde mit dieser Titelsammlung. Aber es gibt doch bestimmt auch Schwierigkeiten aus einer Karriere. Also durch welche gesellschaftlichen oder auch politischen Unwegsamkeiten haben Sie sich in Ihrem Leben schon mal durchboxen müssen? Also politische Unwegsamkeiten sind mir nicht bekannt, habe ich nichts mit zu tun gehabt. Gesellschaftliche, ich muss gestehen, nach 1990, als man mir klar machen wollte, dass Profiboxen in Deutschland nicht möglich ist, habe ich nicht selten gezweifelt. Glücklicherweise nicht verzweifelt. Kleiner, feiner Unterschied, aber eine große Bedeutung. Und wie es dann im Leben ist, dass man, wenn man zwar zweifelt, hilft aber auch, dass man unheimlich sensibel wird, unheimlich anspruchsvoll in seinem Tun bleibt und am Ende merkt, dass auf einmal Leute doch großes Interesse am Sport haben. Denn Boxsport ist ja extrem interessant, Profiboxsport sowieso, der erfolgreichste, der bekannteste Sportler, Muhammad Ali, den kennt, glaube ich, auch hier im Raum jeder. Ja, garantiert, ja. So, also unser Sport muss ja spannend sein. Möglicherweise waren die Akteure, die seinerzeit in der Bundesrepublik aktiv waren, nicht ganz so verfolgungsträchtig, würdig, wie auch immer. Will ich niemandem zu nahe treten. Jeder hat ja persönliches Interesse. Und eins ist mal klar, wer hier in den Ring krabbelt, egal mit welcher Leistung, egal, beweist Mut. Denn ein Großteil hat zu Recht nicht den Mut, sich unter Umständen auch zu blamieren. Egal wie groß die Öffentlichkeit ist. Und das ist ja schon eine richtig große Öffentlichkeit hier. Ja, deshalb nochmal, ich finde das gut, dass Sie es nochmal erwähnen. Die beiden Boxer hier, das sind Amateure, das sind junge Männer. Absolut. Da ist wirklich ganz schön was hinter, ja. So ist das. Und das muss man immer wissen. Dass die haben den Mut, sich hier zu präsentieren, zu zeigen und möglicherweise auch dumm auszusehen. Das ist der Fall. Ja, was können denn nicht nur junge Menschen heute vom Boxen lernen? Und welche Bedeutung hat es sich denn wie verschiedene Boxer, Profiboxer sich in der Öffentlichkeit geben? Sie haben das eben schon angedeutet. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Mike Tyson, wie der sich teilweise gegeben hat, oder einem Henry Maske, wie der sich gegeben hat. Also was kann man als junger Sportler, als junger Boxer im Hinterkopf oder sollte man im Hinterkopf haben, wenn man hier auch öffentlich auftritt und seinen Sport präsentiert? Also jetzt mal Mike Tyson, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der Fan von Mike Tyson, aber ich habe großen Respekt für den Burschen. Großen Respekt. Er ist ein extrem erfolgreicher Sportler gewesen. Ja, stimmt. Extrem erfolgreich. Und glaubt mir nicht, weil er irgendwie in einer Zuckertüte gelebt hat und dann ist er da rausgekommen und ist da explodiert, sondern da stark ganz, ganz viel hinter, was er im Vorfeld gemacht hat. Ganz fleißiger Bursche. Und dass er sich möglicherweise ein oder andere Mal nicht ganz so gegeben hat, wie man sich erwarten würde, das ist eine andere Geschichte. Aber Fakt ist, der Bursche, mit dem muss auch nicht jeder tauschen wollen. Ja? Ich glaube, es geht ja jedem gleich. Wer irgendwo in der Öffentlichkeit steht, hat mehr Verantwortung als jemand, der eben nicht im Licht steht. Das ist nun mal so. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden. Und das kann nicht jeder, sollte man aber immer wieder erneut versuchen.
Ja, ich denke tatsächlich, da haben Sie etwas Wahres gesagt. Das muss den Leuten bewusst sein, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Und bei allem Erfolg, den Tyson natürlich hatte jetzt als Beispiel, bleibt natürlich trotzdem im Hinterkopf bei so einer öffentlichen Figur, was da an unschönen Dingen war, auch wenn das die Leistung natürlich überhaupt nicht schlimm erinnert. Eine Frage habe ich noch. Ich muss kurz was vorweg schicken. Ich muss hier mal den Herrn Maske auf eine ganz andere Weise nochmal wirklich also aufs Höchste loben. Der hat einen solchen Terminstress heute. Der wird jetzt gleich hier, Sie werden gleich mit dem Auto abgeholt, nach Kiel gefahren, mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen, um dort bei einer ZDF-Show live aufzutreten. Dass Sie sich den Stress antun, heute hier zu sein, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal extra bedanken. Da gilt, oder der Respekt ist völlig, also der Dank oder der Beifall ist völlig unberechtigt, weil versprochen ist versprochen. Ja, da gibt es noch extra Applaus hier. Ne? Da ich muss gestehen, ich wusste wirklich nicht, worauf ich mich einlasse. Ich war neugierig, was heißt Politboxen. Jetzt habe ich es auch verstanden und Sie werden heute noch einen tollen Abend haben, da bin ich von überzeugt. Ich habe mich schon mit zwei von den vier Politikern dort draußen unterhalten. Und Politiker sind selbstverständlich redegewandt, fordert sie aber bitte heraus. Am 26. September sind ja nun Wahlen in ganz Deutschland. Und deshalb machen wir das ja hier auch, um aufzuklären, Transparenz zu schaffen. Ein bisschen Spektakel ist vielleicht dabei, ja. Aber wir wollen natürlich Leute erreichen, die sonst vielleicht gar nicht zu politischen Veranstaltungen gehen würden und die vielleicht sagen, Mensch, das ist so interessant, da gehe ich trotzdem hin. Und ihr habt Boxer dabei noch. Genau. Wow. Und ich finde, das ist, wenn ich mich umgucke und die letzten 10 Jahre zurückblicke, haben wir durchaus Leute damit erreicht. Apropos 26. September, letzte Frage. Gehen Sie wählen und ja, wenn ja, warum? Ich habe schon gewählt, wie die meisten oder wie viele mittlerweile, Briefwahl. Ist ja nicht das Schlimmste. Da ist man sicher, dass man, ne, dass man es gemacht hat. Okay, also ich habe es schon gemacht und ich bin durch. Das heißt, Sie kann niemand mehr überzeugen hier heute Abend? Ist vorbei. Ja, bei mir, also mich hätte heute auch keiner umgeworfen, da bin ich von überzeugt, weil ich bin ziemlich klar in meiner Entscheidung. Ja, übrigens, apropos umgeworfen, ich habe ja, als ich Ihnen vorhin begegnet bin, gedacht, im Fernsehen sahen Sie kleiner aus. Ich war ein bisschen verschüchtert dann daneben, aber inzwischen fühle ich mich ganz sicher an Ihrer Seite und bin froh, dass Sie hier waren. Ich habe noch ein kleines Abschiedsgeschenk für Sie. Gebt mir mal bitte das weiße Handtuch. Ich weiß, Sie fliegen jetzt nicht per Anhalter durch die Galaxis, sondern nur mit dem Flugzeug nach Berlin, aber ein Handtuch soll man immer dabei haben. Wow. Und das gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Herzlichen Dank. Es ist mir vorhin schon aufgefallen, es gibt nicht so wunderschöne Masken hier. Die einen oder anderen haben schon so eine Masken. Das hat mir noch in meiner Sport-Handtuchsammlung gefehlt. Ja. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Herr Maske, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Reise, halbwegs nicht zu viel Stress, falls Sie es nicht schaffen. Kommen Sie einfach zurück, machen hier wieder mit und wir machen eine Live-Schalte nach Berlin. Weil ihr bei euch ist ja spannend. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Abend. Herzlichen Dank. So, jetzt muss ich erstmal meine richtigen Karten sammeln und suchen, bevor ich durcheinander komme. Ich habe so viele Taschen hier. Das ist die Giovanni Zarella Show. Da geht er gleich hin, ja. So, ein paar Worte in eigener Sache. Wir kommen gleich mit großen Schritten zu dem, weswegen Sie alle eigentlich hier sind. Uns ist wichtig hier beim Politboxen, wir wollen keine Werbung für irgendeine Partei machen. Wir wollen nicht irgendjemand nach vorne schieben oder alt aussehen lassen, sondern wir wollen Transparenz schaffen und wir wollen sozusagen das Anti-Hate-Speech-Konzept sein. Wir alle haben in den letzten, knapp 2 Jahren
Dinge erlebt, die sehr einschneidend für uns alle waren. Wir haben Wörter gelernt, die wir vorher nicht kannten. Wir haben Spaltung erlebt, die wir in diesem Ausmaß vorher nicht kannten. Und ich denke, es ist an der Zeit, ein bisschen Streitkultur mit Niveau wieder zu haben. Laut Demokratiebericht 2020 von dem Friedensforschungsinstitut aus Stockholm gibt es, nachdem wir mal 45 demokratische Länder auf der Welt hatten, aktuell nur noch 37. Das ist ein Verlust von fast 25%. Wir sind in der Minderheit damit. Und ich glaube, dass ein Grund mehr, dieses, wie soll ich sagen, Luxusgut Demokratie ein bisschen zu pflegen. Ich bin nicht sicher, ob wir sowas wie das hier, was wir heute machen, in Russland machen dürften. Ich glaube nicht, dass wir das in China machen dürften. Und ich glaube, es gibt sehr viele Länder, in denen wir alle, die wir heute im Saal sind, große Probleme bekämen, wenn wir uns hier beteiligen würden. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, Demokratie braucht aktive Menschen und das wollen wir hier zelebrieren. Wir haben selbstverständlich, auch das gehört dazu, weil ich das vorher oft gefragt wurde, alle sechs im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Auch die SPD, auch die AfD. Wir haben damit angefangen im Februar 2020, vor mehr als anderthalb Jahren. Da steckt viel Vorbereitung drin. Und es war so, ich nehme mal das erste Beispiel AfD, da habe ich selbst zum Beispiel eine E-Mail geschickt an Herrn Höcke. Den eingeladen mit dem gleichen Text wie alle anderen auch. Ich habe ihm geschrieben, dass er, wenn er möchte, da teilnehmen kann, muss sich rechtzeitig melden, weil das Windhundprinzip gilt. Wer zuerst sagt, ich bin dabei, der hat eine Ecke besetzt. Ich habe auf diese E-Mail keine Antwort bekommen. Also habe ich nochmal geschrieben. Sehr geehrter und so weiter, damals habe ich ihn geschrieben, vielleicht ist untergegangen. Beim zweiten Mal habe ich auch keine Antwort bekommen, also habe ich ein drittes Mal geschrieben. Und als ich darauf auch keine Antwort bekam, habe ich gesagt, gut, dann rufe ich an. Und dann habe ich da angerufen. Das war an einem Nachmittag in der Woche, da ging ein Anrufbeantworter ran mit einer freundlichen Stimme, die sagte, wann die Bürozeiten seien. Das waren genau die Bürozeiten, aber ich habe mir gedacht, ist vielleicht Homeoffice, wie bei anderen auch, ist er nicht da. Ich habe auf den Anrufbeantworter gesprochen, sehr geehrter Höcke und so weiter, ich habe ihn geschrieben, habe sogar meine Handynummer hinterlassen, das mache ich nicht so oft und habe dann tatsächlich keinen Rückruf bekommen und habe dann nochmal angerufen, diesmal vormittags. Und da habe ich dann wieder keinen Rückruf bekommen und dann habe ich ein drittes Mal angerufen und wieder drauf gesprochen und wieder keinen Rückruf bekommen und da habe ich gedacht, da hat der Mohr seine Schuldigkeit getan. In diesem Zusammenhang darf man so einen Spruch, glaube ich, noch sagen. Von der SPD habe ich sehr frühzeitig zunächst eine Zusage bekommen von einem sehr bekannten, jungen, aufstrebenden SPD-Politiker, von dem wir sicher auch noch viel hören werden. Der sagte, er sei interessiert, würde gerne mitmachen. Und ließ sich dann informieren, wie das genau ablief oder ablaufen würde. Und dann habe ich ihm das alles geschrieben und dann bekam ich eine Antwort, Moment, Sie haben aber auch die AfD eingeladen. Wer sowas macht, der will nur Spektakel, da gehe ich nicht hin. Ich habe verschiedene Einwände gebracht, die ließ er aber nicht gelten. Und irgendwann war die rote Ecke besetzt und wie ich finde, sehr namhaft heute besetzt. Und zur Ehrenrettung der SPD sei noch gesagt, dass Sönke Rix sich noch gemeldet hat, Anfang August, der Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein und ist heute auch anwesend bei seinem SPD-Stand im Nebenraum. Sie haben das vielleicht schon gesehen, wir haben dort sieben Parteien vertreten, drei, die nicht im Ring vertreten sind, die sich dort auch für Rede und Antwort oder Frage und Antwort zur Verfügung stellen. Und das finde ich eine gute Geste, denn das zeigt, dass es auch dort um Austausch und Demokratie geht. Also Ehre halbwegs wiederhergestellt. Und ich wurde natürlich auch gefragt, warum denn keine Frauen dabei sind. Wir hatten ja schon mal eine Frau hier im Ring, die Finanzministerin, die war hier und hat sich sehr ordentlich geschlagen. Und wir haben natürlich auch diesmal wieder Frauen eingeladen. Ja, aber die haben entweder nicht geantwortet oder abgesagt. Mehr können wir nicht tun, als den Ring anzubieten. So ist das dann eben. Kern der Sache ist, ja, es ist ein bisschen Spektakel hier, das stimmt, aber letzten Endes geht es darum, was ich vorhin schon sagte, Streitkultur zu pflegen. So, in diesem Sinne, genug des Moralisierens, denn jetzt geht's richtig los. Gern noch ein bisschen lauter. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie in wenigen Momenten in der gelben Ecke.
den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundes-FDP. Ein Mann, der manchmal als der Strippenzieher der neuen FDP nach ihrem Ausscheiden 2013 bezeichnet wird. Begrüßen Sie in wenigen Momenten den liberalen Lawyer aus dem Ruhrgebiet, Marco Buschmann. Und begrüßen Sie in wenigen Sekunden in der roten Ecke einen Mann, der die Partei Die Linke so gut kennt wie kaum jemand anders. Er hatte, glaube ich, schon jeden Posten, den man bei der Fraktionsvorsitzende im Bund. Er ist der Spitzenkandidat der Linken in diesem Wahlkampf. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Dark Red Social D from Berlin, Dietmar Bartsch. Und begrüßen Sie in wenigen Sekunden in der grünen Ecke einen Mann, der im Geheimdienstausschuss sitzt, einen Mann, der regierungspolitischer Sprecher der Bundesgrünen ist, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Begrüßen Sie The Green NSU Hunter von zwischen den Meeren, Konstantin von Notz. Und last but not least, begrüßen Sie bitte in der schwarzen Ecke den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Bundes-CDU, den Verteidigungsexperten, der vor dem Hintergrund, was international passiert, in letzter Zeit oft gefragt ist. Begrüßen Sie den Spitzenkandidaten der CDU in Schleswig-Holstein. Begrüßen Sie den Black NATO Joe, der aus dem hohen Norden kommt. Johann Wadefuhl, ringfrei fürs Politboxen. Herzlich willkommen im Ring. Schön, dass Sie alle vier da sind. Ich bin ja begeistert. Sie haben Ihre Ecken schon gefunden. Wunderbar. Ich erkläre noch mal kurz, wie es jetzt abläuft. Zunächst wird es so sein, dass Sie reihum jeweils maximal 2 Minuten Zeit haben, zu einem bestimmten Schlagwort zu reden. Schlagworte sind Überschriften, die Sie selbst sich ausgesucht haben. Und Sie wissen von den anderen nicht, wozu die sprechen werden. Sie haben, wie gesagt, maximal 2 Minuten Zeit. Sie müssen das nicht ausnutzen. Wenn Sie zu nah an die 2 Minuten kommen, gibt es ein großes Klopfzeichen. Ich werde Sie einzeln in den Ring bitten. Und die anderen haben zu diesem Zeitpunkt keinen Ton und können nicht dazwischen sprechen. Das heißt, bleiben Sie bei Ihrem Schlagwort und geben Sie uns die Gelegenheit zu erkennen, wer Sie sind und wofür Sie stehen. Für Sie, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis. Denken Sie an die Fragen. Halten Sie die hoch, dass sie eingesammelt werden können, sodass wir hier vorne die sammeln können und danach in die Duelle gehen können. Wir beginnen mit Runde Nummer 1. Herr Buschmann, kommen Sie bitte zu mir. Einmal kurz proben. Haben Sie Ton? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herr Buschmann, Ihr Schlagwort lautet Freiheit. Ja, Freiheit ist der zentrale Wert unserer Verfassung. Freiheit macht unser Gemeinwesen, glaube ich, lebenswert. Und wir haben das alle lange für selbstverständlich gehalten. Und jetzt sind wir seit über 1,5 Jahren in einem Ausnahmezustand, wo wir ja merken, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und natürlich, Freiheit kann nicht grenzenlos sein. Wir sind ja keine Anarchisten. Dafür muss es auch Grenzen geben, wenn man andere gefährdet. Aber seit 1,5 Jahren erleben wir jetzt, da ist die Kamera runtergefallen, seit 1,5 Jahren erleben wir jetzt, dass wir manchmal gar nicht mehr nachvollziehen können, warum in unsere Freiheit eingegriffen wird. Dass immer neue Regelungen kommen. Die laufen auch manchmal gar nicht im Parlament, sondern werden in Gremien beschlossen, die irgendwie so informell sind wie diese MPK. Und ich finde, wir müssen jetzt wieder den Dreh bekommen in die Normalsituation. Corona ist gefährlich, das stimmt. Aber wir können auch wieder normal
miteinander leben. Wir können normale Gesetze machen. Wir müssen die Freiheit wieder stärken. Es kann nicht sein, dass wir nicht mehr verstehen, warum wir welche Einschränkungen erleben. Und deshalb ist das eine Aufgabe der Zeit. Es gibt soziale Demokraten, es gibt Christdemokraten. Aber jede Zeit hat ihre Aufgabe. Und ich glaube, die Aufgabe unserer Zeit ist, die Freiheit wieder zu stärken. Und deshalb ist es gut, die freien Demokraten zu stärken. Vielen Dank. Runde Nummer zwei. Herr Bartsch, kommen Sie bitte zu mir. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns zu begrüßen. Ne? Wie bitte? Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, draußen uns zu begrüßen. Das stimmt. Guten Abend. Grüß Sie. Hallo. Guten Abend allerseits. Herr Bartsch, Ihr Schlagwort lautet Steuergerechtigkeit. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass über Jahre die Einkommen und Vermögen immer weiter auseinandergedriftet sind. Und wir haben im Steuersystem das vergangene Jahrhundert, das Faxgerät. Deswegen brauchen wir dringend Veränderungen, damit Ausgleich in unserer Gesellschaft realisiert werden kann. Deswegen schlagen wir als Linke, was man uns kaum zutraut, vor, dass die übergroße Mehrheit der Menschen entlastet werden muss. Bis zu einem Einkommen von alleinveranlagt 80.000 Euro wird man entlastet nach unserem Konzept gemeinsam bis 150.000. Aber wir wollen auch, dass die Schultern, die gerade in der Pandemie so sehr, sehr viel Zuwachs hatten, dass sie stärker belastet werden. Deswegen sagen wir, die Profiteure dieser Krise müssen zur Kasse gebeten werden. Deswegen Steuergerechtigkeit als ein zentrales Element, sowohl die Haushalte zu konsolidieren, als auch die sozialen Vorhaben, die wir in Breite haben, umzusetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bartsch. Runde Nummer drei, Herr von Notz. Ihr erstes Schlagwort lautet Klimaschutz. Ja, Klimaschutz. Meine Damen und Herren, die Klimakrise ist da. Sie ist jetzt da und wir haben es diesen Sommer aufs Schrecklichste gesehen mit den Bränden in Südeuropa, in den USA und mit den schlimmen Hochwassern bei uns. Und deswegen brauchen wir Klimaschutz. Und Klimaschutz schützt ja nicht das Klima. Das Klima muss nicht geschützt werden. Das Klima ist auch gern mal 6 Grad heißer. Tatsächlich aber müssen wir geschützt werden, müssen die Menschen geschützt werden vor dieser Klimakrise, in der wir sind. Denn wir sind es, die auf diesem Planeten nicht mehr leben können, wenn wir nicht Wesentliches verändern. Und deswegen brauchen wir konsequente CO2-Einsparungen. Wir brauchen einen wirklichen Klimaplan für Deutschland. Und dann sagt man ja gern, ja, warum denn Deutschland? Wir teilen doch da insgesamt auf der Welt nur einen kleinen Anteil bei. Die Wahrheit ist, wenn wir es nicht schaffen, als 4. Wirtschaftsnation der Welt, diesen Wechsel hinzubekommen, diese Technologien zu entwickeln, diese Veränderung unserer Gesellschaft hinzubekommen, dann wird es niemand schaffen. Und das ist einfach keine Option. Und deswegen, wir beschäftigen uns nicht erst mit der Klimakrise seit vorgestern, kurz vor der Bundestagswahl, mal kurz einen Sprechzettel angelesen, sondern wir haben die Köpfe und wir haben die Konzepte. Und deswegen grün für guten Klimaschutz in Deutschland und auf der ganzen Welt. Herzlichen Dank. Runde Nummer 4, Herr Wadefuhl, Ihr erstes Schlagwort lautet Sicherheit. Heute ist der 11. September, 9/11. New York, die ganze Welt erinnert sich an diesen schrecklichen Anschlag. Als die westliche Welt zum ersten Mal festgestellt hat, wir sind auch Terrorismus schutzlos ausgeliefert. Wir alle wissen, die Grenzen zwischen äußerer Sicherheit, für die wir die Bundeswehr haben, und innerer Sicherheit, für die wir klassisch die Polizei haben, die sind fließend. Es gibt ganz viele Bedrohungen. Und dafür brauchen wir einen starken Staat. Wir brauchen eine Polizei, die Rechte hat, uns zu schützen. Die Rechte hat, gegenüber Gewalttätern einzuschreiten. Die Rechte hat, die Befugnis und die die Mittel hat, gegen Clan-Kriminalität in Deutschland vorzugehen. Und wir brauchen eine Bundeswehr. Eine Bundeswehr, die ausgestattet wird. Wir brauchen Parteien, die die Bundeswehr unterstützen, wenn sie so einen schwierigen, so einen verantwortungsvollen Einsatz machen, wie jetzt in Kabul, und sich nicht verstecken und ihnen kein Mandat geben, aber die Rettung der Leute verlangen, wie die Linkspartei es gesagt hat. Wir brauchen eine Bundeswehr, wo nicht über das 2%-Ziel gedeutelt wird, sondern wo der deutsche Staat sagt, wir rüsten unsere Bundeswehr mit der besten Ausrüstung aus, die es gibt, damit wir sie sicher für uns in diese Einsätze schicken können. Sicherheit ist bei der CDU in besten Händen.
Runde Nummer 5. Herr Buschmann, Ihr zweites Schlagwort. Sozialer Aufstieg. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, an das Leuchten in den Augen meiner Eltern, als die letzte Rate für ihr Reihenhäuschen abbezahlt haben. Und das ist einer der typischen Träume, die Leute in diesem Land haben, dass man sich mit eigener Arbeit sich so einen Traum erfüllen kann. Viele auch von diesem Häuschen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was heute passiert. Wie du heute motiviert wirst, deinen Traum mit eigener Arbeit zu verfolgen. Wenn du als Kind in der Pflegefamilie groß wirst und du arbeiten gehst, weil du dir ein paar neue Turnschuhe leisten willst, dann ist die erste Erfahrung, dass deinen Eltern, deinen Pflegeeltern dafür Geld abgezogen wird. Wenn du als Hartz-IV-Empfänger dich rausarbeiten willst und das hinzuverdienst, dann passiert es dir, dass bis zu 80% von dem Geld, was du dir selber verdienst, abgezogen wird. Und wenn du ein ganz normaler Arbeitnehmer bist, dann weißt du, dass du heute in dem Land lebst, das Weltmeister bei Steuern und Abgaben geworden ist. In keinem Land wird dir so viel an Steuern und Abgaben weggenommen wie in Deutschland. Wenn du trotzdem was sparst, dann rostet das Geld im Moment auf dem Sparkonto weg. Und wenn du es trotzdem dir zusammensparst, um dir dein kleines Häuschen kaufen zu wollen, hält der Staat die Hand auf, weil die Grunderwerbsteuer doppelt so hoch geworden ist. Will sagen, wir müssen endlich wieder dafür sorgen, dass die Menschen sich durch eigene Hände Arbeit ihre Träume erfüllen können. Deshalb müssen sie entlastet werden. Deshalb brauchen wir stabiles Geld. Und wenn sich mehr Menschen es wieder erlauben können, sich einen solchen Traum wie vom kleinen Haus zu erlauben, dann wird auch die Schere bei den Vermögen auseinandergehen. Denn das ist doch der Grund, warum das auseinandergeht. Die einen sparen in Geld, das rostet weg. Und die anderen haben Immobilien und Aktien, die werden immer wertvoller. Ich will, dass mehr Menschen auch wieder ihr kleines Häuschen haben, auch vielleicht in Aktien sparen können. Und dann schließen wir auch die soziale Schere. Machen wir nicht den Fehler, dass wir immer nur darüber nachdenken, wie wir die wenigen großen Vermögen klein machen können, sondern machen wir die vielen kleinen Vermögen groß. Das ist liberale Sozialpolitik. Vielen Dank. Runde Nummer 6. Herr Bartsch, Ihr zweites Schlagwort lautet Rentenreform. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass aktuell von den 6,3 Millionen von den aktuellen Beschäftigten am Ende ihres Arbeitslebens nach 45 Jahren eine Rente unter 1.100 Euro bekommen würden. Das ist völlig inakzeptabel. Warum ist in Deutschland eine Situation, dass der Rentner hier in Rendsburg im Durchschnitt 800 Euro weniger bekommt als der Rentner oder die Rentnerin in Österreich? Das hat mit dem Rentensystem zu tun. Und deswegen sagen wir als Linke, wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass alle einzahlen, wie in Österreich, auch Beamte, auch wir Abgeordneten, auch Selbstständige. Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichzeitig einzahlen. Denn in unserem reichen Land Altersarmut zu haben, das ist und bleibt inakzeptabel. Und auch ein Blick in die Niederlande zeigt, die Mindestrente dort ist 1.218 Euro hoch. Das alles ist finanzierbar. Und ich finde völlig inakzeptabel, dass in unserem Land alte Menschen Flaschen sammeln müssen, damit sie ihr Leben überhaupt bestreiten können. Das können wir nicht zulassen. In unserem Land darf es keine Altersarmut geben und wer in den Ruhestand geht, der muss seinen Lebensstandard erhalten können. Deswegen ist Rentengerechtigkeit ein zentraler Punkt. Wir brauchen eine große Rentenreform. Und ausnahmsweise sage ich mal, da stört mich, dass jetzt ein Kanzlerkandidat sagt, die Rente muss stabil sein. 19 von 23 Jahren war der in Verantwortung, waren die Sozialdemokraten in Verantwortung und haben das genau nicht hingekriegt. Das muss dringend verändert werden. Eine große Rentenreform ist eine zentrale Herausforderung in der nächsten Legislaturperiode. Dankeschön. Vielen Dank. Runde Nummer 7. Herr von Notz, Ihr Schlagwort lautet Digitalisierung. Ja, die Digitalisierung. Für manche war die letzten 16 Jahre die Digitalisierung das Neuland. Und das hat unser Land teuer bezahlt, denn in der Pandemie haben wir jetzt gesehen, wie unter dem Brennglas. Wir sind abgehängt in Deutschland. Wir sind nicht in der Lage, Unterricht digital zu geben. Wir haben eine schlechte Breitbandversorgung. Weite Teile des Landes sind schlicht nicht erreichbar und das wird einfach hingenommen. Und wir sind insgesamt nicht in der Lage, die Verwaltung so zu organisieren, dass man einfache Behördengänge einfach auch digital erledigen kann. Und das ist
verheerend. Das ist für die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt ein schlechtes Zeugnis. Und deswegen müssen wir vorankommen. Das bedeutet zuallererst, dass wir eine klare Verantwortung am Kabinettstisch haben müssen. Im Augenblick ist das so bei der Großen Koalition die letzten 8 Jahre. Alle sind irgendwie zuständig, wenn es um IT-Gipfel geht, wenn man mal eine coole Sonntagsrede darüber halten kann, wie wichtig Digitalisierung ist. Aber wenn es darum geht, wer ist dafür verantwortlich, dass wir da und da und da kein Internet haben, dann duckt sich Andi Scheuer weg. Und das geht nicht. Deswegen brauchen wir ein engagiertes Programm in Deutschland, um deutschlandweit diese Infrastruktur auszubauen. Das gehört zur Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert. Und das heißt, dass der Staat auch eine Verantwortung trägt, dieses Glasfasernetz in Deutschland auszubauen. Und es ist Teil der Daseinsvorsorge. Wir würden auch nicht akzeptieren, wenn irgendwo eine Straße nicht hingeht oder wenn der Brief nach Hallig-Hoge nicht geliefert wird, weil sich das einfach nicht rechnet. Und deswegen brauchen wir endlich eine Entschlossenheit für eine Digitalisierung dieses Landes. Und dafür stehen wir. Herzlichen Dank. Dankeschön. Die Runde Nummer 8. Herr Wadefuhl, Ihr Schlag lautet Schuldenbremse. Seit 2009 steht die Schuldenbremse in der deutschen Verfassung. Sie verpflichtet den Bund, die Länder, auch die Kommunen, mit dem Geld pfleglich umzugehen und nicht immer neue Schulden zu machen, aufzutürmen, die die nächsten Generationen abbauen wollen. Das war eine Reaktion darauf, dass man seit Ende der 60er Jahre der deutsche Staat, die Länder immer neue Schulden gemacht haben. Und das Mann hat sich schon in den Wahlkämpfen damit gebrüstet, dass man gesagt hat, wir haben die Netto-Neuverschuldung gesenkt. Netto-Neuverschuldung hieß aber immer, es gibt immer noch was obendrauf. Netto-Neuverschuldung. Zwar weniger vielleicht als im Jahr davor, aber es gab neue Schulden. Und dann hat man die Schuldenbremse in der Verfassung verankert, die gesagt hat, nein, es darf eine gewisse Grenze nicht überschritten werden und ihr müsst es immer wieder zurückzahlen. Das, was ihr an Schulden aufnehmt, müsst ihr zurückzahlen. Das darf man in Katastrophenfällen aufheben. Und das haben wir jetzt in der Pandemie gelockert. Ja, für die Pandemie. Aber jetzt gibt es einen Streit in diesem Bundestagswahlkampf darüber, soll die Schuldenbremse weiter gelten oder wollen wir sie vielleicht sogar ganz aus der Verfassung rausnehmen, wollen wir sie auflösen. Ich bin der Meinung, die CDU ist der Auffassung, wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir haben. Nachhaltigkeit ist wichtig. Wir müssen ein Land erhalten, in dem unsere Kinder und Enkelkinder gut leben können. Das gilt für die Umwelt, aber das gilt auch für die Finanzen. Wir dürfen ihnen kein Schuldenland überlassen. Wir dürfen ihnen nicht zusätzliche Schulden machen, die sie nie wieder abtragen können. Deswegen, die Schuldenbremse ist gut, sie ist richtig und sie ist ein Stück Verantwortung vor der nächsten Generation. Dankeschön. Runde Nummer 9 und damit kommen wir zum letzten Durchgang. Herr Buschmann. Ihr letztes Schlagwort lautet digitale Ämter. Vor der letzten Bundestagswahl hat uns Peter Altmaier versprochen, dass wir im Jahr 2021 die modernste, digitalste und bürgerfreundlichste Verwaltung der Welt haben. Die Bundeskanzlerin hat letzten Dienstag dazu Bilanz gezogen und sie sagte fast wörtlich, im Prinzip, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sei doch alles gut. Und das ist Volksverdummung. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass wir Infektionsketten mit Fax und Bleistift verfolgt haben. Damit waren wir 6 bis 10 Mal langsamer. Das hat Menschenleben gefährdet, weil diese Infektionsketten konnten sich zu Menschen durchfressen, die entweder einen schweren Verlauf erleben oder daran hätten sterben können. Wir haben bei der Flutkatastrophe jetzt ein Strafverfahren, ob der Landrat früh genug gewarnt hätte. Aber selbst wenn er gewarnt hätte, was wäre denn passiert? Es gab keine Sirenen oder ein einfaches SMS-Warnsystem, was wir überall auf der Welt haben. Und deshalb muss man doch eins festhalten. Wir arbeiten in diesem Staat wie im letzten Jahrhundert. Und wir gefährden dadurch mittlerweile Menschenleben. Das ist keine Shishi-Frage. Als wir bei der letzten Bundestagswahl als Freie Demokraten gesagt haben, Digital First, Bedenken Second,
da haben viele geschmunzelt, weil sie gedacht haben, das ist so eine Modegeschichte. Aber wir erleben heute, dass die Menschen den Vertrauen in ihren Staat anfangen zu verlieren, wenn er Menschenleben gefährdet, weil er arbeitet wie im letzten Jahrhundert. Der Staat mischt sich in so vieles ein, in jede Bratwurstbude. Aber wenn es um das Leben und um das Eigentum und die Gesundheit der Menschen geht, dann arbeitet wer im letzten Jahrhundert. Das kann nicht sein. So wie es ist, darf es nicht bleiben. Und dafür setzen wir Freien Demokraten uns ein. Vielen Dank. Runde Nummer 10, Herr Bartsch, Ihr letztes Schlagwort. Für mich ist das immer eine Überraschung. Was habe ich denn als drittes? Müssen Sie wissen. Nee. Ihr drittes Schlagwort lautet Politikwechsel. Das ist natürlich die Frage, die am 26.09. steht. Geht es im Kern so weiter mit der Raute, die wir hatten? Bei all den Themen, die eben gesagt worden sind, Digitalisierung, Umwelt, machen wir so weiter oder braucht es wirklich eine Veränderung in unserem Land? Und wir als Linke sagen ganz klar, es braucht dringend Veränderung. Wir brauchen einen Politikwechsel. Wenn wir den sozialen Zusammenhalt in unserem Land erhalten und wiederherstellen wollen, wenn wir die Herausforderungen von Klimawandel, Pandemien, Hungerkatastrophen, die gewaltigen Flüchtlingsbewegungen, wenn wir das alles wirklich angehen wollen und Deutschland eine andere Rolle in der Welt spielen soll, dann braucht es einen Wechsel. Nicht dahin, dass wir Aufrüstung brauchen und immer mehr in die Verteidigung stellen. Nein, Deutschland sollte Abrüstungsweltmeister sein und dafür sorgen und darum kämpfen, dass das auch die Vereinigten Staaten, auch Russland, auch China sind. Das ist ein Weg. Hier brauchen wir Veränderungen. Die Große Koalition hat in all den Jahren Mehltau über das Land gelegt. Und deshalb, ein Politikwechsel ist so dringend notwendig hin zu einer sozialen, einer ökologischen und einer friedlichen Politik. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Runde Nummer 11. Herr von Notz, Ihr letztes Schlagwort heute lautet Verkehrswende. Die Verkehrswende ist dringend notwendig. Und das heißt nicht, dass die Leute nicht mehr Auto fahren sollen. Ich bin selbst heute mit dem Auto gekommen und auch noch mit einem Benziner. Aber das, ja. So, aber wir brauchen diese Wende. Und das heißt, wir müssen Mobilität modern und intelligent, vernetzt denken. Ja, es gibt so viele neue Möglichkeiten, wenn man sich anguckt, wie sich Großstädte inzwischen auf der Welt entwickeln, ohne den Lärm und die Abgase, mit Elektromobilität und einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Und den braucht man nicht nur in Großstädten, den braucht man gerade auch im ländlichen Raum. Die Leute haben teilweise Bushäuschen und wenn man auf den Fahrplan guckt, dann fährt morgens um 7 Uhr ein einziger Bus. Das kann doch nicht der Ernst sein für ein hochentwickeltes Land wie das, in dem wir leben. Und deswegen plädieren wir für eine moderne, vernetzte Mobilität. Am Ende des Tages, jedes Auto, das wir alle haben, steht im Durchschnitt von den 24 Stunden, die ein Tag hat, 23 Stunden auf seinem Parkplatz. Und das ist weder ökonomisch noch ökologisch gut angelegtes Kapital. Deswegen müssen wir zu einer vernetzten, modernen, elektronischen, CO2-freien Mobilität kommen. Und dafür wollen wir streiten. Herzlichen Dank. Dank. Die 12. und letzte Runde bei den Schlagworten gehört Herr Badefuhl. Und Ihr Schlagwort lautet Familie. Unsere Gesellschaft besteht aus Familien. Das sind Eltern, die für ihre Kinder sorgen, einer oder zwei. Das sind Kinder, wenn die Eltern älter werden, die für ihre Eltern sorgen. Sie bilden die Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie sind wichtig. Und ich glaube, wir sollten diese Keimzelle weiter stark unterstützen. Es ist unheimlich wichtig, dass Familie funktionieren kann und dass der Staat die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass diese Fürsorge miteinander stattfinden kann, dass wir die dauerhaft gewährleisten. Dafür haben wir in der Vergangenheit viele Leistungen angestoßen. Das Elterngeld als ein Beispiel. Das Baukindergeld, damit junge Familien bauen können. Wir wollen das ausweiten. Wir wollen auch das Darlehen, je gestaffelt nach Zahl der Kinder, ausgezahlt werden können an Eltern.
stärker als in der Vergangenheit. Wir wollen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wir wollen eine Brückenteilzeit ermöglichen, dass Eltern, die sich um die Kinder kümmern oder um Eltern kümmern, dass die für eine gewisse Zeit Teilzeit flexibel in Anspruch nehmen können. Wir wollen das Ehegattensplitting nicht streichen, wie einige andere Parteien das machen wollen, weil das für die Menschen, die arbeiten, eine stärkere steuerliche Belastung bedeutet. Und deswegen, ich glaube, viel wichtiger als darum, sich darum zu kümmern, diesen Staat an vielen Stellen zu erneuern, ist sich darauf zu besinnen, was macht uns aus, was macht unsere Gesellschaft aus, was macht uns stark. Und das sind Familien, wo wir uns um Kinder kümmern, wo zum Teil Alleinerziehende sich um Kinder kümmern müssen, wo wir uns um Eltern kümmern, die immer hilfebedürftiger werden. Diese Menschen zu stärken, ihnen den Rücken zu stärken, bei ihnen zu sein, ist eine zentrale Aufgabe, um die sich die CDU kümmern wird. Danke. So, vielen Dank soweit. Wir kommen jetzt zu Ihren Duellen und ich hoffe, Sie haben alle, klar, Moment noch, hier alle tüchtig Fragen reingereicht. Bevor ich aber diese Fragen hier vorne entgegennehme, möchte ich Sie alle einmal bitten um einen großen Applaus für unsere Schülerinnen und Helfer, die hier mitmachen, die hier Nummerngirls machen, die hier Fragen einsammeln und die hier dabei sind, dass das alles möglich ist. Vielen Dank dafür. Habt ihr toll gemacht. Vielen, vielen Dank. So, welche soll ich denn mal zuerst nehmen? Ich würde sagen, die Nummer 1. Okay. Es ist tatsächlich so, dass alles hier von Ihnen ist. Ich hoffe, ich kann das alles lesen gleich. Und ich darf als erstes Duell bitten Herrn Wadefuhl zu mir in die Mitte und Herrn von Notz. Die Frage geht an Herrn Wadefuhl. Sie haben die Gegenrede. Herr Wadefuhl, wie kann es in der heutigen Zeit, in der die Bundeswehr als modern und sozial beschrieben wird, sein, dass es in bestimmten Angelegenheiten immer noch Benachteiligungen gegenüber Frauen und Soldatinnen innerhalb des Systems Bundeswehr gibt? Also, ich glaube, mittlerweile sind Soldatinnen gleichberechtigt. Sie haben die gleichen Rechte wie Männer, sie haben gleiche Aufstiegsmöglichkeiten, wir haben verantwortungsvolle Soldatinnen in vielen Positionen. Ich selber habe bei meiner letzten Wehrübung zu Beginn des Jahres das miterlebt, wie es einen männlichen Kompaniechef und eine weibliche Kompaniechefin gegeben hat und die Autorität ist komplett gleich gewesen. Die Bundeswehr ist eigentlich eine Stelle, wo überraschenderweise vielleicht Gleichberechtigung, das Nebeneinander von Frauen und Männern in einer Art und Weise gelebt wird, wie wir das nicht an vielen Orten, nicht überall in unserer Arbeitswelt kennen. Die Polizei hat längere Erfahrung dort, aber die Bundeswehr ist dort ein gutes Beispiel. Wenn es einzelne Bereiche gibt, wo man für Frauen noch mehr machen kann, wo noch mehr Sozialleistungen erforderlich sind, dann ist sicher jeder bereit, das auch zu unterstützen. Ich erlebe aber im Truppenalltag, den kenne ich aus Wehrübungen, dass es hervorragend funktioniert. Und ich würde sagen, die Bundeswehr ist heute ohne Frauen überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Also das teile ich ausdrücklich und ich will mal sagen, dass es ein wirklicher Fortschritt ist, auch dass in der Armee Soldatinnen heute sind. Natürlich ist es so, dass da auch die Lebensverhältnisse noch nicht gleich hergestellt sind, weil es in unserer Gesellschaft eben auch noch eine Diskriminierung von Frauen gibt. Die Bundeswehr ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und deswegen gibt es eben die Probleme auch in der Truppe. Und ich würde sagen, da muss man insgesamt dran an dieses Problem. Wir fordern, dass man den Gender Gap in der Bezahlung, 18% inzwischen, der zwischen Frauen und Männern für die gleiche Arbeit geringer gezahlt wird. Das ist nicht das Problem bei der Bundeswehr, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen. Und wir müssen natürlich auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es in unserer Gesellschaft Sexismus gibt und Dinge, die inadäquat sind und die muss man klar benennen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich bin auch froh darüber, dass wir Soldatinnen und Soldaten haben, die in die Einsätze gehen, die wir im Deutschen Bundestag beschließen. Und wir haben jetzt, weil Sie es angesprochen haben, dieses 2%-Ziel, da haben wir eine andere Haltung zu, weil wir sagen, 2% des Bruttosozialprodukts, das ändert sich regelmäßig, das geht mal auf und mal ab. Die Bundeswehr braucht eine beständige und gute Finanzierung für gutes Material und für gute Technik. Nur, Herr Wadefuhl, die Wahrheit ist, all die Hubschrauber fliegen nicht, nachdem Sie 16 Jahre lang regiert haben. Also,
An der Stelle, Herr von Notz, würde ich Sie wirklich gerne festhalten wollen. Ja. Weil in der Tat. Dann kommt der Ringrichter und geht dazwischen, weil wir boxen sollen. Na. Kleinen Moment haben Sie noch. Ich glaube, wir fechten eher. Kleinen Moment haben Sie noch. Wenn das jetzt so harmonisch wird, schreibe ich ein. Ich würde bloß um folgende Klarstellung bitten. Bitte. Sind die Grünen dafür, dass wir den Verteidigungsetat in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen? In den Beratungen, ich bin im Verteidigungsausschuss und höre Ihre Kollegen da, hört sich das immer genau umgekehrt an. Und sind die Grünen eigentlich jedes Mal dagegen, wenn wir mehr Geld für die Bundeswehr zur Verfügung stellen? Aber für die nächste Legislaturperiode, ja. Auch wenn Sie einer Linksregierung möglicherweise angehören werden. Linksregierung, Herr Wadefuhl. Na gut, das ist ja eine Möglichkeit, ja. Über die wir reden. Ja. Werden sich die Grünen in den nächsten 4 Jahren dafür einsetzen, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommt und dass wir in die Nähe der 2% kommen? Ich will Ihnen mal was erklären, Herr Wadefuhl, weil Sie, sagen Sie's, das gar nicht mehr kennen. Sie kennen das gar nicht mehr, dass wenn Sie in der Opposition sind und Sie Anträge dafür schreiben, wie die Bundeswehr finanziert wird, das lehnt die KOA immer ab. Die Große Koalition, die lehnt die Oppositionsanträge immer ab, die nimmt auch nicht die guten Sachen daraus, sondern die zieht einfach ihren Stiefel durch. Und deswegen stimmen wir zu ihren Erhöhungen nicht zu. Aber dass die Bundeswehr auf bessere Füße gestellt werden muss, materiell und personell, daran gibt es keine zwei Meinungen. Also mehr Geld das mit vertreten den wir auch. Ich muss kurz mal dazwischen gehen, die Frage war ja nach der Gleichstellung von Frauen in der Bundeswehr. Nein, okay, aber mehr Geld für die Bundeswehr seitens der Grünen ist neu, steht so nicht in Ihrem Programm drin. Aber wenn Sie das sagen, Sie haben Einfluss bei den Grünen, gute Aussage, kann ich nur sagen, hat das heute schon was gebracht. Danke. Wir sind zwar ein bisschen vom Thema abgewichen und das möchte ich gleich sagen, bitte bleiben Sie bei den Themen, die aus dem Publikum gefragt werden. Es geht darum, dass wir tatsächlich die Fragen so klar und möglich deutlich beantworten können, die aus dem Publikum kommen. Und dazu darf ich jetzt im zweiten Duell bitte Herrn Bartsch und Herrn Buschmann zu mir bringen. Die Frage geht an Herrn Buschmann. Gegenrede an Herrn Bartsch. Sehr braucht gerne. Ihr die Schuldenbremse? Ja, also die Schuldenbremse ist ein Riesenfortschritt, weil wir haben in den 60er, 70er Jahren schon einmal diese Idee gehabt, dass der Staat einfach nur genug Schulden aufnehmen muss und dann wird es uns allen besser gehen. Wir haben aber gesehen, dass das nur dazu geführt hat, dass die Schuldenberge immer größer wurden. Und deshalb war es richtig, dass sich alle Parteien irgendwann dazu verständigt haben, dass wir diese Schuldenbremse brauchen, damit die Politik nicht immer neue Wahlgeschenke auf Kosten der neuen Generation finanziert. Und da ist mir eine Sache ganz wichtig, weil im Moment wird immer wieder behauptet, die Modernisierung des Staates und der Infrastruktur, die hänge daran, dass der Staat kein Geld dafür habe. Ich will mal eins sagen, bei allen Top-Projekten liegt das Geld herum. Wir haben einen Klima- und Energiefonds, da bleiben jedes Jahr 40% der Investitionsmittel liegen. Wir haben den Digitalpakt Bildung, 5 Milliarden, da sind bislang nicht mal 4% von abgeflossen. Und wir haben, Stichwort Breitband, wir haben es gehört, seit 2015 hat die Große Koalition 15 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Davon fließen im Jahr nicht mal 1,4% von ab. Wenn wir den Staat modernisieren wollen, ist im Moment nicht Geld das Problem, sondern dass wir uns so verbürokratisiert haben, dass nicht mal die Behörden selber in der Lage sind, das Geld auf die Straße zu bringen. Und deshalb müssen wir die Schuldenbremse bewahren und wir können trotzdem investieren. Also ich würde kurz zu den Fakten was sagen. Wir haben im letzten Jahr während der Pandemie 450 Milliarden neue Schulden aufgenommen, trotz Schuldenbremse. Der Haushalt für das nächste Jahr sieht im Moment vor 100 Milliarden neue Schulden, trotz Schuldenbremse. Alle Länder gehen weit über die verbriefte Schuldenbremse hinaus. Und ich sage ganz klar, eine Schuldenbremse, die im Gesetz steht, die nicht Anwendung findet, ist ein Problem. Wir sind grundsätzlich gegen die Schuldenbremse, weil eines nicht geht. Wir können nicht unser Land kaputt sparen zu Lasten der Bildung, zu Lasten der Schulen, zu Lasten von Investitionen. Und deswegen in guten Zeiten muss selbstverständlich auch zurückgezahlt werden und in schwierigen Zeiten, da muss man auch die Möglichkeit haben zu handeln. Das ist jetzt praktisch auch passiert und deswegen sage ich ganz klar, diese Schuldenbremse wird für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte in der Verfassung stehen. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Ich sehe die absolut nicht, dass das verändert werden kann. Aber die jetzige Herangehensweise, die ist meines Erachtens falsch. Und wer Vortische verspricht,
Wir machen keine neuen Schulden. Wir investieren neu und senken die Steuern. Das ist ein Dreisatz, den ich nicht verstehe. Und deswegen, man muss schon die Frage vor der Wahl beantworten, wie wird die Krise bezahlt? Wie werden diese 450 Milliarden und die 900 Milliarden gehandelt? Ja, danke. Aber warum verbauen wir nicht erstmal die 15 Milliarden, die für den Breitband da sind? Alter. Die deutschen Verkehrsminister, ja, ich will das nur mal sagen, kaputte Straßen, kaputte Brücken. Unter den deutschen Verkehrsministern gilt der als King, der es schafft, 75% des Geldes, das er hat, zu verbauen. Das heißt, mindestens ein Viertel bleibt immer liegen. Und zu glauben, man müsse erst neue Schulden machen, bevor man was tun kann, es stimmt einfach nicht. Wir sollten nicht mehr Schulden, sondern weniger Bürokratie durchsetzen. Dann bringen wir das viele Geld auch dazu, dass es abfließt. Und dann können wir auch in Bildung, in Straßen, in Breitband und in digitale Ämter investieren. Sie müssen also nicht verstehen lassen. Wer denn sagt, neue Schulden sind cool, ja, der ist doch irre. Darum geht es ja überhaupt super. Nicht. Aber es muss doch darum gehen, dass wir in die Zukunft investieren können. Das ist doch entscheidend. Sie haben völlig recht, was die Verkehrsminister betrifft, dass Mittel nicht abgerufen werden, die zur Verfügung gestellt wurden. Im Übrigen in Ländern, in denen unterschiedliche Konstellationen regieren. Das ist nicht der Punkt. Nur generell zu sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall in Zukunft investieren, weil die Schuldenbremse da ist, das ist ein riesengroßer Fehler. Wir müssen in die genaue wirtschaftliche Situation schauen. Deshalb sagt das ja auch keiner. Wer hier im Ring sagt, denn wir wollen nicht in Zukunft investieren, das sagt weder Johann Wadefuhl noch Konstantin von Notz. Marco Buschmann übrigens auch nicht. Marco Buschmann hat übrigens gerade gesagt, wo das Geld herkommen könnte. Und warum machen wir nicht einfach das, was die MPK jetzt beschlossen haben? Die haben ja nicht nur Quatsch gemacht. Die haben bei der Flutkatastrophe an der A, haben die einen ganz schmalen Beschluss gefasst. Da steht drin, hören wir auf, ein Planungsverfahren zu machen bei Brücken, die da jetzt weggespült worden sind. Und ich meine, wenn wir die Bürokratie senken wollen, um das Geld zum Fließen zu bringen in Investitionen, warum sagen wir nicht einfach, wenn da irgendwo 40 Jahre eine Brücke war und die stand da und die ist jetzt kaputt, dann brauchen wir kein Planungsverfahren, um an dieselbe Stelle wieder eine neue Brücke hinzustellen. Und wenn wir das mal befolgen würden, dann würden wir auch 100% der Straßenbaumittel auf die Straße bekommen und da hätten wir alle das davon und in Zukunft investiert. Also da ist ausnahmsweise das so, dass ich das völlig unterschreibe. Das unterschreibe ich vollständig. Wir haben eine Situation, dass genau daran das an vielen Stellen hapert. Bürokratieabbau ist aber leider auch so eine Überschrift. In Wahlkämpfen sagen das alle. Das ist wie bei Digitalisierung. Alle rufen Digitalisierung und dann frage ich mich, was ist in den letzten 16 Jahren passiert? Vor 16 Jahren hat Herr Dobrindt gesagt, Weltmeister in Digitalisierung wollen wir werden. Und ähnlich ist es mit den Planungsverfahren. Natürlich müssen die reduziert werden. Das ist doch jetzt so, egal auf welchem Feld, hier in Schleswig-Holstein, Windkraft. Kann ich mal fragen, wie lange das im Durchschnitt dauert? Alles ein Wahnsinn. Und das ist bei Verkehrsprojekten ähnlich. Das ist eine Reserve, völlig unbestritten. Dann einigen aber damit wir uns, Vergabeschwellen hoch. Herr Buschmann, damit bevor werden Sie sich wir hier zu sehr einigen. Milliarden, die 450 Milliarden nicht reinvestieren. Da wachsen wir auch nicht raus, auch die 900 Milliarden nicht. Und ehrlich gesagt, über Schuldenbremse zu reden und zu wissen, dass in 2 Jahren 600 Milliarden neue Schulden aufgenommen werden, ja, dann können Sie darüber weiterreden, das ist nur albern. Ja, da rede ja nicht nur ich drüber. Da rede nicht nur ich drüber, sondern das sagt der Weltwährungsfonds. Wir kommen zum nächsten Duell. Herr Buschmann, Sie können bei mir bleiben. Herr Bartsch geht bis kurz in seine Ecke. Herr Buschmann, bleiben Sie gerne bei mir. Laufen Sie nicht weg, Sie sind schon wieder gefragt, beziehungsweise diesmal haben Sie die Gegenrede. Gefragt ist Konstantin von Notz. Herr von Notz, wie wollen Sie sicherstellen, dass der Klimaschutz nach Ihrem Wahlprogramm die deutschen Bürger nicht unverhältnismäßig doll belastet? Benachteiligt. Benachteiligt. Besonders internationaler Kontext. Das kann ich nicht lesen. Spieltherapie. Ergibt Ihre Herangehensweise. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem ersten Teil der Frage. Wir bleiben bei dem ersten Teil der Frage. Wie wird Klimaschutz bezahlbar? Ja, wir sagen, dass CO2 bepreist werden muss, zusätzlich bepreist werden muss, dass der Verbrauch teurer werden muss, weil das eine Steuerungswirkung hat. Das haben sich nicht die Grünen ausgedacht, das hat die GroKo ja jetzt auch gerade gemacht und der Benzinpreis wird die nächsten Jahre steigen mit den Beschlüssen, die die GroKo gemacht hat. Nur das Problem, das wir haben, ist, wir haben uns verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten, nicht aus Jux und Dollerei, sondern um die Klimakrise beherrschbar zu kriegen. Und dafür muss der Verbrauch sinken. Und wir sagen, das kriegt man durch eine Besteuerung von CO2-Ausstoß hin. Und dieses Geld wollen wir in Form eines Klimageldes zurück
an die Bürgerinnen und Bürger bekommen. Jeder Kopf 75 Euro. Das heißt für eine Familie schon eine gehörige Stange Geld im Jahr, die sozusagen diese Mehrkosten kompensiert. Das heißt aber, dass die, die viel CO2 produzieren, mehr bezahlen müssen als die, die das wenig tun. Und das ist ein Schritt, ein Baustein in dem System, wie wir zukünftig sozusagen auf diesen Pfad kommen wollen, um die CO2-Ziele von Paris einzuhalten. Das ist unsere Pflicht. Dazu haben wir uns vertraglich verpflichtet. Was die Große Koalition abgeliefert hat, ist, sie hat gesagt, wir wollen 10 Kilo abnehmen, wir wollen aber jeden Tag 3 Tüten Chips weiter essen und eine Flasche Rotwein am Abend trinken und Sport machen wollen wir auch nicht. Und damit wird man diese Ziele nicht einhalten. Deswegen müssen wir auf diesen Pfad gehen. Ja. Ich komme auf den eigentlichen Punkt der Frage zurück, nämlich der eigentliche Punkt der Frage ist ja, ob man Klimaschutz erfolgreich macht und dann trotzdem noch ganz normale Menschen ihr Leben weiterführen können, dass man sich noch leisten kann, dass man zur Arbeit fahren kann, dass man auch noch mal in Urlaub fahren kann. Das ist ja nichts Unanständiges, sowas zu wollen. Und da ist eben die Frage, wie man das sicherstellt. Den einen Teil der Antwort von Konstantin von Notz finde ich ausdrücklich gut. Das, was die Grünen Klimageld nennen, heißt bei uns Klimadividende. Ist ein bisschen anders geregelt, aber es bedeutet, dass wir die Einnahmen an die Menschen zurückgeben müssen. Aber jetzt, der zweite Teil ist ganz anders. Da, glaube ich, ist die Idee falsch, wie wir das möglichst günstig hinbekommen. Nämlich, wenn Behörden und Politiker im Gesetz festschreiben, wie wir das Klima schützen, dann wird es im Regelfall immer teurer. Das machen wir ja seit 98. Da ist Jürgen Trittin Umweltminister geworden, hat angefangen mit Gesetzen, Verordnungen und Subventionen. Wozu führt das? Die großen Unternehmen stellen Lobbyisten ein, die Lücken ins Gesetz reinschreiben wollen oder stellen Juristen und Steuerberater ein, die Lücken, die im Gesetz schon da sind, finden. Wir sagen, Mensch, lasst uns CO2 am Markt bepreisen, lasst den Leuten, die sogar vielleicht mehr CO2 sparen können, als sie müssen, doch Geld damit verdienen, weil dann stellen die keine Anwälte, Steuerberater und Lobbyisten ein, dann stellen die Ingenieure und Prozesstechniker ein, also Leute, die wirklich Ahnung davon haben, wie man in einer konkreten Industrieanlage CO2-Ausstoß reduzieren kann. Und überall da, wo man dieses System eingeführt hat, in Quebec, in Kalifornien, übrigens auch im europäischen CO2-Handel, hat dieses System nicht die Ziele untererfüllt, sondern übererfüllt. Und das, finde ich, ist doch einfach mal eine gute Idee. Einfach mal was machen, was funktioniert und nicht mit dem weitermachen, was nicht funktioniert. Finde ich eine gute Idee. Beide vielleicht noch ganz kurz. Wenn ich das sagen darf, den ersten Teil, das finde ich gut, dass es da eine Schnittmenge gibt. Und beim zweiten Teil, Marco, es ist einfach so, ihr agiert so ein bisschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sozusagen Klimaschutz, eigentlich brauchen wir gar nichts zu ändern, der Markt regelt das. Und tatsächlich weder der Einbau des Katalysators in Autos noch irgendwas in diesem Bereich geht ohne Regulierung. Das, was wir vorhaben, ist eine gute Regulierung, nämlich dafür, dass dieser Planet bewohnbar bleibt. Denn man muss ja auch einfach mal aussprechen, was am Ende der Linie kommt. Wenn wir gegen diese Klimakrise nicht vorgehen und die Dürren, die Feuer, die Hochwasser andauern, das wird so teuer, das ist unbezahlbar für die Menschen. Geh mal ins Ahrtal, sprich mit den Leuten, was es bedeutet, wenn der Klimawandel stattfindet. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen uns da auf den Weg machen. Und wenn man sich die Analysen unserer Wahlprogramme anguckt, bei allem Respekt, Marco, ja, aber ihr findet euch ganz, ganz weit unten unter denjenigen, die relevant etwas für Klimaschutz machen wollen. Und das ist in der Situation, die wir global haben, einfach zu wenig. Konstantin, du hast über evangelisches Kirchenrecht promoviert und deshalb sollst du nicht lügen. Das ist das 8. Gebot. Wir hätten ja sogar den Klimacheck im WDR gewonnen, wenn das der Redaktion nicht so missfallen hätte und die uns runtergerankt haben. Das weiß ja jeder. Deshalb erwecke nicht den Eindruck, dass wir da nicht engagiert sind. Ich will nur mal eins sagen. Wo ist denn das Problem, dass wir sagen, wir machen mal ein Gesetz, eine harte Regulierung, nämlich wir leiten aus den Pariser Klimazielen ab, wie viel CO2 wir mehr ausstoßen dürfen. Das schreiben wir ins Gesetz. Und wenn dann jemand Heizöl verkaufen will, dann wissen wir, wie viel CO2 daraus kommt. Dann muss er dafür Zertifikate kaufen. Und wenn jemand anders in der Lage ist, CO2 einzusparen, dann kann er damit Geld verdienen. Und Geld zu verdienen, ich weiß, das ist aus eurer Sicht immer so was Halbmoralisches. Wir müssen aber langsam es ist zum Ende. Das ist der größte Treibstoff für Innovationskraft, dass sich Leute was ausdenken. Und die vielen, vielen Leute und Ingenieure da draußen, die finden die besseren Lösungen als ein paar Politiker in Berlin oder in irgendeinem Bundesministerium. Herr von Notz, Sie bleiben bei mir. Sie können sich kurz setzen.
Sie können kurz in die Recke gehen. Herr von Notz bleibt noch von mir und ich bleibe beim Sie. Ja. Und bitte Herrn Bartsch dazu. Die Frage, jetzt muss ich mich erstmal sortieren, es sind so viele hier eingereicht worden. Die Frage geht an Herrn von Notz, Sie haben die Gegenrede. Die Grünen hatten 1998 den Austritt aus der NATO im Programm. Ja. Und koalieren trotzdem mit der SPD. Warum ist das heute ein Hinderungsgrund? Kann das die Frage verstehe ich gar nicht richtig. Aber ich versuche den Kern der Frage sozusagen zu erfassen. Es stimmt, unsere Partei kommt auch aus der Friedensbewegung und eine Kritik gegenüber Bundeswehr, Krieg, der NATO war immer bei den Grünen ein Kernbestandteil der eigenen Wahrnehmung und auch des Zusammenkommens als Partei. Die Wahrheit ist aber, die Welt hat sich in den letzten Jahren massiv weitergedreht und auch die Situation ist nicht einfacher und problematisch geworden, wenn man sich die globalen Zusammenhänge anguckt. Und gerade in der europäischen Verantwortung, in der wir nach dem Mauerfall stehen, brauchen wir Bündnisse in dieser komplizierten Welt, um uns auch militärisch gut aufzustellen und zu schützen. Wir machen uns bei jeder Abstimmung im Deutschen Bundestag, das kann ich wirklich sagen, ist es bei uns in der Fraktion hoch umstritten und dann geht es hin und her und man überlegt, wie man abstimmt und wir stimmen manchmal mit Ja und manchmal mit Nein und zuletzt waren wir bei Afghanistan nicht beieinander, aber im Kern sagen wir, dass Deutschland eine gute und starke Armee braucht in dieser schwierigen Blick auf NATO? Welt. Bitte? Und mit Blick auf die NATO? Ja, ganz klares Bekenntnis zur NATO. Und wir haben es ja sogar so gesagt, dass die Linke, wenn sie mit irgendjemandem überhaupt nicht satisfaktionsfähig, sondern diskursfähig werden will, dann muss sie sich zur NATO bekennen. Und dann muss sie auch eine klare Stellung beziehen zu Militäreinsätzen, denn die gehören zu einer Verantwortung und zu einer Regierungsverantwortung auch dazu. Ja, also ich will nur sachlich feststellen, dass die Grünen heute mit den Grünen von 98 nicht koalieren könnten, aber sei es drum. Es geht auch ehrlich gesagt so zu tun, als wenn die Linke jetzt sagt, bevor wir in irgendwelche Gespräche gehen, müsste man aus der NATO austreten. Das ist doch dummes Zeug. Ah, okay. Das wird uns jetzt unterstellt. Das stimmt nur schlicht nicht. Aber was ich feststellen will, es ist Emmanuel Macron, der gesagt hat, die NATO ist hirntot. Und wir haben in Afghanistan gerade ein Desaster der NATO erlebt. Dieser Abzug ist mehr als eine Niederlage und wir werden in Jahren noch die Folgen spüren müssen. Dort sind Milliarden versenkt worden. Dort sind Milliarden versenkt worden, gibt es Zehntausende tote Zivilisten, 3600 tote NATO-Soldaten, davon 59 tote Bundeswehrsoldaten, viele Traumatisierte, die ihre Traumata jetzt neu leben. Jetzt gehen wir, die Taliban sind wieder da, stecken Frauen in Burkas und dann zu sagen, das geht schon in Ordnung, ist der völlig falsche Weg. Natürlich braucht es eine Bundeswehr. Aber wer sagt denn, das ist keine Bundeswehr? Auch eine ordentliche Bundeswehr. Die jetzige Bundeswehr ist doch kaputt gespart worden. Das war ein Herr von Guttenberg, der dafür gesorgt hat. Aber da steht Landesverteidigung in unserem Grundgesetz. Und das ist der richtige Punkt. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, haben wir jetzt gesehen. Eine der grandiosesten Fehlaussagen, die es gegeben hat. Denn wir sehen, wo es hingeführt hat. Und wenn wir so weitermachen, passiert in Mali das nächste Desaster. Deswegen, ehrlich gesagt, Bekenntnis zur NATO. Wenn du möchtest, fahre ich gerne nach Brüssel, knie da nieder und sage, ich bekenne mich. Was soll der Unsinn? Ich will über die Substanz reden. Muss es die Aufrüstung geben? Ausdrücklich nicht. Das 2%-Ziel, das teilen wir eben Kollege nicht. Bartsch. Ein Punkt noch. Ist denn Herr Erdogan, der ist ja NATO-Mitglied, das ist sozusagen der Kumpel, mit dem man was zusammen macht. Nein, diese NATO ist so dringend reformbedürftig. Und deswegen wollen wir ein System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russland, ein Sicherheitssystem. Wenn ihr das denn NATO nennen wollt, wegen meiner, nennt es wie ihr wollt. Das ist mir wurscht, mir geht es um die Sache und nicht um einen Titel. Und um ein Bekenntnis erst recht nicht. Kollege Bartsch. Also wenn jetzt die Rede ist, die NATO muss reformiert werden, dann werden wir Mitglied.
okay, das ist ja ein interessanter Punkt. Wir sind Mitglied. Ja, nein, dann machen wir mit, dann machen wir als Linke mit. Ehrlich gesagt, wenn Sie sagen, wenn Russland sozusagen auch noch der NATO beitritt, dann kommt natürlich die ganze Krux eurer Außenpolitik hier voll zum Tragen. Und ich sag's nochmal in Bezug auf Afghanistan. Niemand sagt, dass das gut gelaufen ist in Afghanistan. Es war ein einziges Desaster, weil es keine Exit-Strategie gab. Die wurde jahrelang angemahnt, dass wir eine Exit-Strategie brauchen. Und die ist sozusagen dieses Desaster, was wir gesehen haben und was beschämend ist für Deutschland und die NATO. Das ist eine verfehlte Politik. Aber was nicht geht, ist, wenn wir losfliegen und die Menschen retten, die Staatsbürger, die Ortskräfte, und die Linke im Deutschen Bundestag ist nicht in der Lage dazu, diesem Einsatz zuzustimmen, wenn es um die Rettung von Menschenleben geht. Das ist verlogen. Also, drei Bemerkungen. Erstens will ich feststellen, dieses Scheitern ist damals beschlossen worden unter Regierung Schröder-Fischer. Also die sind gescheitert, will ich nochmal deutlich sagen. Und ihr habt bei diesen Einsätzen immer zugestimmt und zum Schluss habt ihr Zustimmung, Enthaltung und Gegenstimmen. Und jetzt zu diesem Einsatz. Das ist eine der größten Unverschämtheiten und ich sage auch eine denunziatorische Kommunikation. Wir haben im Juni beantragt, wie die Grünen auch, ja, dass die Leute rausgeholt werden. Und die Große Koalition und die AfD haben dagegen gestimmt. Selbst die FDP wollte ordentlich Leute rausholen, so viel wie es irgend geht. Und andere haben Nein gesagt. Und dann kommt ein Mandat, was am Mittwoch aufgerufen wird, wo der Befehl, das Ende des Mandates da ist, was völlig schludrig ist, was bis zum 30.09. geht, wo keine Ortskräfte dabei sind, wo der Außenminister Lange wusste, dass es zu Ende ist. Und da stimmt ihr zu, einfach weil ihr sagt, wir haben jetzt im Wahlkampf eine Chance. Nein, wir haben jetzt im Wahlkampf. Ja, na, selbstverständlich. Wir haben Listen dem Außenminister gegeben. Wir machen jetzt was, um Leute rauszuholen. Aber es braucht halt ein Mandat. Nein, dieses Mandat war dafür lange nicht mehr notwendig. Doch, es braucht ein Mandat. Es war lange zu Ende. Stimmt einfach nicht. Das Mandat war lange beendet. Aber dann eben immer dabei sein zu wollen, das verstehe ich, aber muss man nicht. Da würde ich wirklich mal an grüne Tradition anknüpfen. Es war die grüne Partei, die uns in diesen Einsatz gebracht hat. Mit wehenden Fahnen. Und alle Jahre, als ihr regiert habt, wart ihr dabei. Und ich sage deutlich, man sieht heute, es ist ein Desaster. Frieden bombt man nicht herbei. Demokratie exportiert man nicht. Wir brauchen eine Korrektur in der Außenpolitik. Das ist die Wahrheit. Vielen Dank. Ich glaube, nach Koalition klingt das noch nicht. Herr Bartsch, bleiben Sie mir. Herr von Notz ist kurzfristig entlassen. Herr Wadefuhl. Darf ich zu dem Punkt gleich was sagen? Würde ich lieben gerne. Aber ich hätte ja so gerne zu dem anderen was gesagt. Also das ist ja immer so. Das ist hier leider so. Es geht nachdem, wie das Publikum das möchte, wie die Duelle sind. Okay. Und es gebietet dann auch die Fairness und Respekt vor den Menschen, die hierher kommen, das alles genauso zu tun. Alles klar. Also die Frage geht an Herrn Bartsch. Und Sie haben gleich die Gegenrede. Was wollen Sie für größere Familien tun, wo beide Eltern arbeiten und dann doch das Geld nicht reicht? Ich habe das schon bei meinem Statement gesagt. Eine der zentralen Forderungen der Linken ist eine große Steuerreform. Wenn unsere Vorschläge angenommen werden würden, würde eine Familie mit kleinen und mittleren Einkommen monatlich um 500 Euro entlastet werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir entlasten müssen in den unteren Bereichen. Ich wiederhole das gern. Bis zu 80.000 allein veranlagt, 150.000 gemeinsam veranlagt, sollten wir dringend entlasten. Der Spitzensteuersatz muss deutlich später einsetzen, dann allerdings auch höher sein, wie zu Zeiten Helmut Kohls 53%. Das war bekanntlich kein Linker. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, wir müssen dringend in unserem Land etwas tun gegen den größten Skandal aus meiner Sicht. Und das ist die Kinderarmut in unserem Land. Wenn nicht nach linken Zahlen, sondern der Kinderschutzbund sagt, 4 Millionen Kinder leben in Armut und sind von Armut bedroht, auch hier in Rendsburg, dann haben wir eine Aufgabe. Und da müssen wir das System verändern. Es ist jetzt so, es gibt ein Bildungs- und Teilhabepaket, wo selbst die Bundesregierung nur ein Drittel der Mittel etatisiert, also einstellt, weil zwei Drittel nicht abgerufen werden. Ich habe Frau Giffey, die ist übrigens die zuständige Ministerin und das Ministerium ist von der Regierung nicht besetzt worden, das mal nur ganz nebenbei. Ein Familienministerium, Monate nicht zu besetzen, das zeigt die Wertigkeit bei der Union. Also die machen 7 Autogipfel, aber keinen Kindergipfel. SPD. Oder der SPD. Okay, Entschuldigung. Bleiben Sie bitte bei der Frage, was wollen Sie tun? Ich habe es gerade gesagt, wesentlich ist die steuerliche Entlastung bei den Familien. Das zweite ist, dieses System, dass Kinder in Armut sind, müssen wir umdrehen hin zu einem System, dass wir eine Kindergrundsicherung haben. Und diese Kunde der Kindergrundsicherung würde dazu führen, dass das Geld bei den Kindern ankommt.
Es wäre auch deutlich mehr. Und damit können wir realisieren, dass jedes Kind in unserem Land seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln kann. Ein ganz zentraler Punkt. Dass wir dazu auch noch beim Thema Bildung viel machen müssen, im Zusammenhang mit den Ländern und, sagen im Wahlkampf jetzt auch viele, ist nur in der Praxis leider viel zu wenig getan, müssen wir dringend dran. Also ist vollkommen richtig. Ich habe ja vorhin auch schon bei den Schlagworten, die wir am Anfang gewählt haben, ganz bewusst das Thema Familie gewählt, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt und ist vollkommen eindeutig, dass wir bei den unteren und mittleren Einkommen entlasten wollen. Das wollen im Grunde alle Parteien machen. Dazu sind auch wir bereit. Muss man genau gucken, was man finanzieren kann am Ende des Tages. Das muss mit Sicherheit geschehen. Ich teile auch die Kritik an den Sozialdemokraten, die das Familienministerium nicht neu besetzt haben. Haben wir nicht zu verantworten, macht jeder Koalitionspartner für sich. Nur, Herr Bartsch, was Sie jetzt gerade eben verschwiegen haben, ist, und das habe ich vorhin auch schon angesprochen, Sie wollen das Ehegattensplitting streichen. Und das bedeutet eine sofortige Steuererhöhung für alle verheirateten Menschen. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und das halten wir für falsch. Das heißt, Menschen, die verheiratet sind, gleich welchen Geschlechtes, stehen füreinander ein, müssen Fürsorge füreinander wahrnehmen und deswegen haben sie auch den Schutz des Staates verdient. Und darüber hinaus müssen wir die Familien natürlich in die Lage versetzen, die Kinder in guten Lebensverhältnissen leben zu lassen und sie aufzuziehen. Und das allererste ist, sozial ist, was Arbeit schafft. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen, damit die Eltern arbeiten gehen können. Wir müssen den Eltern ermöglichen, flexibel zu sein mit Teilzeitarbeit, mit einer Verlängerung der Elternmonate. So schaffen wir für Familien wieder gute Bedingungen oder noch bessere Bedingungen, als wir jetzt schon haben. Das sollten wir in den nächsten Jahren angehen. Eine Kindergrundsicherung gibt es im sogenannten Hartz-IV-System. Nach SGB II haben selbstverständlich auch Kinder Ansprüche auf Sozialleistungen. Sozialleistungen sind wichtig, unser soziales Netz ist gut. Aber das Beste ist, dass die Eltern arbeiten können und selber dafür sorgen können, dass Kinder gut leben können. Also, da müsste man eigentlich so viel zu sagen, ich will nur wenig sagen. Erstens, ja, es gibt eine Vielzahl von Leistungen, die beantragt werden können. Aber Sie wissen, das hat die Bundesregierung gesagt, nur ein Drittel dieser Leistungen werden abgerufen aufgrund von bürokratischen Hürden. Zweitens, Sie sagen, wir wollen die Familien entlasten. Ich darf mal die vorsichtige Frage stellen, wer hat eigentlich die letzten 16 Jahre regiert? Und ich sage Ihnen mal eins, dass in diesen 16 Jahren, die Zahl der Vermögensmillionäre sich verdoppelt hat, die Zahl der Einkommensmillionäre sich verdreifacht hat und die Zahl der Kinder in Armut sich auch verdoppelt hat. Das ist der schwärzeste Punkt auf der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Das macht unser Land kaputt. Und Sie sagen Familien, aber real haben Sie das Gegenteil gemacht. Perfekt, perfekt. Genauso wie bei der unterlassenen Kabul-Rettung am Punkt vorbeigeredet, lieber Herr Bartsch. Haben Sie 16 Jahre regiert? Wir haben 16 Jahre regiert. Wer hat übrigens schon vor 16 Jahren die Pflegeversicherung eingeführt? Das war die CDU, das war Norbert Blüm. Wer hat das Baukindergeld eingeführt? Das war die CDU, die hat dafür gesorgt, dass gerade Familien entsprechend Geld bekommen und sich auch ein Eigenheim leisten können. Wir haben gemeinsam das war Ursula von der Leyen als Familienministerin, wir haben das Elterngeld eingeführt. Das war die CDU. Also wir haben in den letzten Jahren eine Menge gemacht. Es kann mehr gemacht werden. Aber ich lasse hier die Leistungen nicht so stehen, als wenn wir sozusagen nur an Millionäre gedacht haben. Nein, wir sind eine Familienpartei. Dieses Land ist familienfreundlich und es sollte sich aber insgesamt zur Aufgabe setzen, Familienland Nummer 1 in Europa zu werden. Das können wir gemeinsam schaffen. Herr Bartoszek, ich würde eins ja niemals unterstellen, dass Sie etwa gegen Familien arbeiten, um Gottes Willen. Also dafür kenne ich Sie auch zu gut, niemals würden Sie es machen. Nur trotzdem, die nackten Zahlen, die können Sie ja auch nicht wegdiskutieren. Und die habe ich eben genannt. Mehr Kinder in Armut ist und bleibt ein Skandal. Und wir sind uns doch hoffentlich einig, dass jedes Kind seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln muss. Und vielleicht ist eben eine Kindergrundsicherung nicht, die Sie haben bei den Hartz-IV-Kindern. Sagen Sie doch mal, ich habe am Pult gestanden und habe gesagt, Frau Giffey, kommen Sie her, wir füllen beide diese Anträge aus. Und ich sage Ihnen, Sie und ich, wir werden grandios scheitern. Das ist die Wahrheit. Dieses Bildungs- und Teilhabepaket ist ja gut gedacht. Und da sind auch vernünftige Sachen drin, das ist doch gar nicht der Punkt. Da hat ja die Koalition sogar auch Dinge der Opposition aufgenommen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages sind die Ergebnisse zu dürftig. Und deswegen brauchen wir hier eine Korrektur. Und das mit den Millionen.
Millionären und Milliardären, das sage ich nur deshalb, damit man nicht sagen kann... Weil es zu Ihrer Platte gehört, Herr Bartsch. Haben Sie da die müssen Sie jetzt bringen, aber Sie bringen Sachen durcheinander. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein Abschnitt des zweiten Sozialgesetzbuches, so-called Hartz IV. Ja, da geht es um Bildungsleistung, da geht es um das, was in der Schule stattfindet. Das ist aber nicht die Grundsicherung, das ist nicht der Lebensunterhalt, das ist nicht das Existenzrecht des Kindes. Unser Staat gewährt jedem Menschen, und da müssen Sie schon in Europa, erst recht auf der Welt, mal Staaten suchen, die jedem Menschen das Existenzminimum gewährleisten. Das machen wir. Das kostet uns viel Geld. Dieses Geld ist richtig und notwendigerweise aus ethisch-moralischen Gründen in unserer Menschenwelt gut angelegt. Aber es bleibt dabei, am Ende werden wir nur zu einer besseren Situation kommen, wenn die Eltern Arbeit haben. Sozial ist, was Arbeit schafft. Da würde ich die kleine Ergänzung machen, die nicht ganz unwichtig ist. Weil dieser Satz, Sozial ist, was Arbeit schafft, der impliziert ja, dass eben auch Teilzeitarbeit, dass auch befristete Arbeit. Nein, wir brauchen gute Arbeit, die ordentlich bezahlt ist, die tariflich bezahlt ist, die ordentliche Renten sichert. Nicht nur Soziales, was Arbeit schafft. Es muss ordentliche Arbeit sein. Weil ansonsten ist es der Freibrief für diejenigen, die ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen und sagen, ich möchte gerne, dem Staat gehen übrigens 10 Milliarden jährlich verloren, allein durch die Aufstockerinnen und Aufstocker. Vollzeit und zum Amt gehen ist einer der wirklich schlimmsten Sachen, die es bei uns gibt. Ich würde jetzt aber auch nicht Teilzeitarbeit schlecht machen wollen, weil nicht generell. Das haben Sie gerade eben gesagt. Teilzeitarbeit ist für viele in vielen Lebenssituationen genau das Richtige. Ja. Wir müssen zu einem anderen Ausgleich zwischen Work-Life-Balance nennt man das, zwischen Freizeit, Familienzeit, Pflegezeit und Arbeit kommen. Da muss man flexibel sein. Und deswegen Teilzeitarbeit kann auch gute Arbeit sein. Natürlich am liebsten immer tarifgebunden. Darüber sind wir uns doch vollkommen einig. Eben waren wir schöne Fahrt, jetzt sind Sie sich zu einig. Herr Bartsch, vielen Dank. Wir müssen das Duell unterbrechen. Okay. Sie bitte, Herr Badefuhl, Sie können hier bleiben. Wir sind bei einem ähnlichen Thema. Wir bleiben bei einem ähnlichen Thema und ich möchte gerne von Notz dazu haben. Die Frage geht direkt an Sie. Welche konkreten Vorstellungen haben Ihre Parteien, beziehungsweise hat Ihre Partei, was die Etats für Bildung und Eltern betrifft? Für Bildung und Eltern. Für Bildung und Kultur. Bildung und Kultur. Dazu muss man ganz prinzipiell sagen, dass das ein Themenfeld der Landespolitik ist. Nach unserer Verfassung sind Länder für Bildungspolitik zuständig, das heißt für die Schulen und sind auch für Kultur zuständig. Mittlerweile machen wir einiges auch an Kulturförderung. Wir haben traditionell in Deutschland seit einigen Jahren eine Staatsministerin oder einen Staatsminister für Kultur, die herausragende nationale Projekte fördert. Dazu gehören auch Sachen hier bei uns im Kreis. Kulturdenkmäler sind überall gefördert worden. Die Christkirche, da habe ich mich sehr darüber gefreut, hier in Rendsburg gehört mit dazu. Darum kümmert sich der Bund. Aber ich glaube, Bildung, Forschung und Bildung, Spitzenforschung in Deutschland, das ist das Entscheidende, die Aufgabe, vor der wir stehen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was den Bund betrifft. Und dafür ist der Bund zuständig. Und der Kollege von Notz hat ja vorhin vollkommen richtig den Klimawandel und das, was droht, alles beschrieben. Das, glaube ich, da sind wir ja alle einig. Es gibt ja keinen Klimaleugner hier Im unter Beschreiben uns. Im Beschreiben sind wir uns einig. In der Analyse, würde ich mal sagen. Ja. In den Maßnahmen gibt es Unterschiede. So ist es. Sachen funktionieren hier im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein bisschen anders als in Berlin-Mitte. Da lebt man anders, hier gibt es keine U-Bahn, da muss man schon anders drauf reagieren. Aber ich glaube, ein Punkt, den sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen Spitzenforschung, um diese Sache zu bewältigen. Ich glaube nicht, dass wir den Klimawandel bewältigen werden, wenn wir sozusagen einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, wir wollen wieder einfacher werden. Wir ziehen wieder in die Hütte. Nein, wir müssen wieder das Volk der Dichter und Denker werden. Wir müssen das Land der Forscher wieder werden. Wir brauchen einen neuen Humboldt-Geist in Deutschland, dass das wieder stattfindet. Und das machen wir hier in Schleswig-Holstein. Synthetische Kraftstoffe, Wasserstofftechnologien, das wird in der Raffinerie in Heide erforscht. Das macht der Bund. An der Stelle weitermachen, da möchte ich powern, da möchte ich klotzen. An der Stelle ist jeder Euro gut angelegt. Da habe ich gar keinen Widerspruch zu. Und das ist natürlich in der Klimakrise Innovationskraft, die Wissenschaft braucht,
Das ist absolut so und darauf muss man natürlich auch setzen. Aber das heißt eben auch, man muss einen klaren Rechtsrahmen setzen. Die Unternehmen müssen wissen, in welchem Rechtsrahmen sie sich bewegen, um investieren zu können, auch gerade in Forschung. Ich will aber sagen, bei der Bildung, es stimmt, das ist Ländersache und da wollen wir uns aber trotzdem keinen schlanken Fuß machen, weil natürlich gerade in der Pandemie Schulen extrem unter Druck waren, extrem gelitten haben. Wir haben das Defizit bei der Digitalisierung gesehen. Es ist ein Digitalfonds aufgelegt worden, der leider so kompliziert und so anspruchsvoll ist, dass auch da wieder die Gelder nicht abgerufen wurden. Und das ist inakzeptabel. Wir müssen einen Weg finden, wie die Gelder, die wir im Bund bereitstellen für die Digitalisierung, auch bei den Schulen ankommen. Denn das ist sozusagen eine Weichenstellung. Letzter Punkt. Die Kulturschaffenden in diesem Land haben auch unter dieser Pandemie gelitten, wie eigentlich kaum jemand anders. Und gerade wenn Sie sagen, wir müssen wieder ein Land der Dichter und Denker werden, dann muss man sagen, wir müssen der Kultur einen anderen Stellenwert in unserem Land geben, dass die immer ganz zuletzt kommen. Zuerst kommt der Profiliga-Fußball und ganz hinten kommen dann die Schulen und die Kulturschaffenden. Das geht nicht. Und deswegen sagen wir, die Kultur muss Verfassungsrang bekommen. Das ist für unsere Gesellschaft ein so wichtiges Gut. Da müssen wir was machen. Wir sind ja nun beide Freunde. Schluss? Das kurze Satz noch. Wir müssen schauen, dass wir die Duelle ein bisschen kürzer halten, dass wir mehr zur Sache kommen. Alles klar. Kleinen Satz können Sie noch sagen. Sie waren schließlich gefragt. Also ich meine, das will ich nur sagen, der Digitalpakt ist doch eine gute Sache. Da hat der Bund sich wirklich engagiert und dafür gesorgt, dass Länder, also nur die Digitalisierung. Geld muss auch ankommen. Das Geld muss ankommen, da müssen die Länder schneller werden, dass sie das miteinander umsetzen. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass wir sozusagen eine Cloud schaffen auf Bundesebene, wo alle Informationen abrufen können. Das haben wir initiiert, dass Lehrerinnen, Schüler alle darauf zugreifen können. Da kann der Bund vorangehen und den Ländern auch eine Menge abnehmen. Das haben wir gerade beim digitalen Lernen jetzt gelernt. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Schritt vorangemacht. Da muss es weitergehen. Da würde ich dran anknüpfen und sagen, da geht es um Gaia-X und die Frage der Bundescloud. Und die war ja dafür gedacht, dass wir die Bilder von den Bodycams unserer Bundespolizisten nicht mehr in Amerika auf die Server machen müssen. Wir sind bei Schulen jetzt. Da geht es um die Bundescloud. Und da will ich nur sagen, wenn man das Projekt richtig angehen will, dann muss man diese Cloud auch tatsächlich in Europa, in Deutschland nach europäischem Recht schaffen. Das wäre ein guter Schritt. Okay, das machen wir. Danke. Herr Buschmann und Herr Bartsch, bitte zu mir in die Mitte. Die Frage geht an Herrn Bartsch. Halten Sie es für sinnvoll, dass immer mehr Städte und Gemeinden Grundstücke für Einfamilienhäuser sperren und diese dann für Sozialbauten zurückhalten? Also ich finde die Situation, dass wir in Städten Grundstücke haben, die nur gekauft werden, um damit zu spekulieren, völlig inakzeptabel. Und da muss es die Möglichkeit geben, für die Kommunen auch zu handeln. Denn wir haben ja dort Fristen. Und es ist nicht nur ein Fall, da gibt es sehr viele, dass wirklich Grundstücke gekauft werden, dass da nichts passiert, dass maximal eine Sicherung stattfindet und das dann sehr, sehr teuer verkauft wird, manchmal an große Investoren. Deswegen sage ich ganz klar, wir haben ein riesiges Problem in dem Bereich Wohnen und Mieten. Da trifft im Übrigen das zu, was Herr Buschmann immer sagt, Genehmigungsverfahren müssen viel schneller sein, es muss gebaut werden, das ist alles unbestritten. Und trotzdem müssen wir hier dafür sorgen. Der Boden ist ein Gut, was sich nicht vermehrt. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein Bodengesetz. Es wäre dringend notwendig, damit es eben nicht zum Spekulationsobjekt wird. Das darf Boden nicht sein. Und wir sollten dafür sorgen, dass wirklich Mieten bezahlbar bleiben. Und dazu zählt dieses eine Element. Aber es ist eben vor allen Dingen wichtig, dass bei dem Neubau, und wegen meiner privat investiert oder auch von genossenschaftlichen, dass wir dafür sorgen, dass dort endlich wieder auch Sozialwohnungen gebaut werden. Denn das ist das Defizit dieser Bundesregierung, dass das viel zu wenig gemacht worden ist. Der entscheidende Punkt ist, dass gebaut wird, das stimmt. Dazu gehören auch Sozialwohnungen. Deshalb ist es ja so schade, dass im Land Berlin das viele Geld, das der Bund dafür zur Verfügung gestellt hat, nicht in Sozialwohnungen investiert worden ist. Aber ich finde, der Kern der Frage ist ja ein Problem. Das unterstellt ja, dass wir die Leute gegeneinander treiben. Und ich finde, warum, wenn es Menschen gibt, die sich ein Häuschen bauen wollen, und die auch eine Finanzierung dafür haben, die darauf gespart haben. Warum ist nicht das Bauland für diese Leute da
und Bauland für Sozialwohnungen. Warum verknappt die Politik denn Bauland? Was ist denn einer der Preistreiber? Einer der Preistreiber ist, dass Bauland verknappt wird, weil es nicht ausgewiesen wird und weil die Standards, um darauf zu bauen, immer höher und immer teurer werden. Und wir sollten eher dafür sorgen, dass jeder, der bauen will, auch die Chance hat zu bauen. Jeder, der genug gespart hat, was zu bauen, der soll das können. Und es gibt Möglichkeiten, die Bürokratie zurückzufahren. Es gibt einige, die nicht nur darüber reden. In Nordrhein-Westfalen haben wir das beispielsweise gemacht. Reihenhäuser, die werden jetzt typengenehmigt. Früher, wenn da jemand 10 Reihenhäuser hingesetzt hat, musste jedes einzelne Haus genehmigt werden. Heute gibt es eine Genehmigung, geht 10-mal so schnell, kostet ein Zehntel dessen. Das ist ein konkreter Schritt, um wirklich etwas gegen die Wohnraumknappheit zu tun. Und je weniger Wohnraumknappheit wir haben, desto mehr kriegen wir das Problem bei den steigenden Mieten in den Griff. Danke. Nur eine kurze Erwiderung machen. Nur, die ist ganz kurz, weil Herr Buschmann das hin und wieder sagt. Ich will darauf hinweisen, dass man, wenn man sich die Zahlen in Berlin anschaut, wie viel gebaut worden ist, war 2019 das Jahr mit den meisten neuen Wohnungen. Ich will nur darauf hinweisen, dass die rot-rot-grüne Regierung das 2019 als Ergebnis hat. Diese mehr, da wird nicht gebaut, die stimmt schlicht nicht. Man kann das an den Zahlen feststellen. Ja, aber sonst sagt jemand, das sei eine Luxuswohnung. Ne? Also Achtung, ihr müsst doch konsistent bleiben. Sowohl, nicht mal so, mal so. Ich sage immer, egal was gebaut wird, es muss ein Anteil, jeder Investor, auch der Private, muss die klare Auflassung haben, dass es ein Anteil, jedenfalls in den Ballungsgebieten wie Berlin, München, das mag hier etwas anders sein, klare Auflassung, so hoch muss der Anteil auch an Sozialwohnungen bei. Das ist total dringend notwendig und auch machbar. Gilt im Übrigen auch für die genossenschaftlichen und die kommunalen Einrichtungen. Wäre ein richtiger Schritt nach vorne. Also sorgen wir dafür, dass schneller gebaut werden kann, dann werden wir uns an dem Punkt ja endlich mal einigen. Wissen Sie, ich habe doch gar nichts dagegen, dass schneller gebaut wird. Wenn so gebaut wird, geht nicht darum, alles zuzubauen, alles zu versiegeln. Das ist nicht der Punkt. Da muss es wirklich eine vernünftige Stadtentwicklung geben. Und da ist in den Zentren, ob das München, Berlin, Hamburg ist, haben wir Riesenprobleme, das ist doch unbestritten. Aber nicht zu bauen, ist doch völliger Unsinn. Wir haben unterschiedliche Situationen, ländliche Regionen, städtische Regionen. Da bin ich doch sehr dafür. Lassen Sie uns doch gemeinsam möglichst alle dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren schneller gehen. Ich bin sehr dafür, dass, wenn es dann ist, dass dann auch gebaut werden kann und es nicht ewig dauert. Das gilt im Übrigen generell für Deutschland. Herr Bartsch, vielen Dank. Herr Buschmann, bleiben Sie bei mir. Ich möchte noch mal für alle viele Hinweise geben. Bitte versuchen Sie, kurz und prägnant zu sein. Wir haben so viele Fragen. Wir haben viel, viel mehr Fragen, als wir schaffen können. Wir versuchen schon, Gruppen zu bilden. Wir schaffen aber nur viele, wenn wir nicht alle Themen mit allem verbinden. Herr Badefuhl, kommen Sie bitte zu mir. Die Frage geht an Herrn Buschmann. Sie haben die Gegenrede. Es heißt hier Folgendes. Thema Corona, zwei Teile. Erstens, wie stehen Sie zur aktuellen Maskenpflicht? Zweitens, was halten Sie von einer Impfpflicht, auch nur in manchen Berufsgruppen? Also, erster Punkt. Wir haben bei Corona jede Menge Maßnahmen erlebt, viele zweifelhaften. Die Maskenpflicht, finde ich, die ist nicht zweifelhaft, weil wir wissen, dass das eins der effektivsten Instrumente ist, um Infektionen zu unterbrechen, wenn die Leute nicht geimpft sind. Man kommt natürlich jetzt in einen Zustand, wo man, wenn immer mehr Leute geimpft sind, wo wir Möglichkeiten haben, auch mit Tests dagegen zu halten, dass wir natürlich immer mehr Räume auch öffnen können, um sich auch ohne Maske zu begegnen, weil das Risiko, sich zu infizieren, mittlerweile kontrollierbar ist. Aber ich sage ganz klar, wenn wir möglicherweise neue Varianten des Virus erleben, dann, wenn es hohe Inzidenzen gibt, kann man auch mit einer Maskenpflicht arbeiten. Punkt 1. Von einer Impfpflicht halte ich nichts, nicht weil ich gegen das Impfen bin. Ich würde das wirklich jedem raten, sich impfen zu lassen. Ich werbe dafür. Aber wir können Menschen nicht zu medizinischen Eingriffen zwingen. Wenn Menschen sich medizinisch behandeln lassen, und das ist eine Impfung, brauchen wir die Einwilligung, weil ich will nicht erleben, wie in Deutschland möglicherweise mit Ersatzvornahme Leute vom Hartmeister festgehalten werden und dann die Spritze in den Arm gejagt wird. Das ist absurd. Und deshalb kann es keine Impfpflicht geben, weil sie auch gar nicht durchgesetzt würde. Ich will nicht das Land sein, in dem Menschen vom Wachtmeister festgehalten werden und dann eine Zwangsspritze in den Arm bekommen. Ich bin dafür, dass sich möglichst jeder impfen lässt, aber er muss es selber wollen und er muss selber davon überzeugt sein, denn wir sind ein freies Land. Herr Dumm, Maskenpflicht, Impfpflicht. Wir wollen noch mal Zeit sparen. Ich stimme ihm völlig zu. Danke. Herr Badefuhl, Sie können trotzdem bei mir bleiben. Gerne. Und wir brauchen schon wieder Herrn Bartsch für die nächste Frage. Herr Bartsch, wie wollen Sie verhindern, dass Lobbyisten zu viel Einfluss auf die Partei nehmen?
Also das ist eine wunderbare Frage. Ich würde mal als erstes verbieten, dass Großunternehmen an Parteien spenden. Wir sehen das gerade bei der Immobilienlobby. Union, FDP haben dort richtig viel Kohle abgefasst. Ich finde das nicht in Ordnung, weil kein Mensch wird spenden, weil er sagt, ich bin so edel, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist so, dass man dort auch Gegenleistung verlangt. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ich finde gut, dass wir es geschafft haben, dass die Nebeneinkünfte offengelegt werden müssen. Leider nicht richtig transparent. Da können wir mehr machen, das muss transparenter geschehen. Ich finde es enorm wichtig. Und drittens finde ich völlig inakzeptabel, dass Großunternehmen Menschen abstellen, die in Ministerien dann zum Beispiel an Gesetzen mitarbeiten. Wir haben das als Linke mit aufgedeckt. Ich finde das skandalös und ich sage ganz klar, hier braucht es Veränderung. Wir brauchen ein Höchstmaß an Transparenz, denn das, was da geschehen ist, das, was bei der Union geschehen ist, und ich will die Beispiele nur andeuten, Maskendeals, wo Hunderttausende in die eigene Tasche gewirtschaftet worden sind, dann Essen, die veranstaltet werden, wo jeder 9.999 Euro spenden muss in den Wahlkreis. Das sind alles Dinge, die haben eine Moralschranke, die ist so niedrig, dass ich sie nicht mehr akzeptiere. Also, um die letzten Fälle anzusprechen, wo es nichts zu beschönigen gibt, gibt es nichts zu beschönigen. Das waren völlig unentschuldbare Fehlverhalten von einigen Kollegen. Die sind ausgeschieden, die sind ausgeschlossen worden. Ich bin schockiert gewesen, dass so etwas geschehen ist. Aber da ist ein notwendiger Trennstrich gezogen worden. Ich glaube, wir müssen, wenn wir nur über Lobbyismus reden, müssen wir schon genau definieren, was ist Lobbyismus. Das ist relativ breit gestreut, der Begriff. Ist ein Gewerkschaftsvertreter ein Lobbyist? Ist ein Kirchenvertreter? Doch, es gibt in der Begriffsforschung wird das als Lobbyist angesehen, ja? Und es gibt auch nicht immer nur gute und es gibt nicht nur schlechte. Es gibt auch sinnvolle Einwirkungen. Wenn wir einen Gewerkschaftsvertreter nicht als Lobbyisten ansehen, dann darf auch der Unternehmensverbandsvertreter auch nicht als Lobbyist angesehen werden. Das heißt, es muss einen vernünftigen Rahmen geben. Und ich glaube, Herr Bartsch, dass die Meinung müssten wir eigentlich teilen, dass Abgeordnete aller Fraktionen mit Vertretern aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, aus Sozialverbänden sich vernünftig unterhalten können. Dass aber natürlich Regeln bestehen müssen, dass Einflussnahmen auf die Willensbildung in Form, dass insbesondere finanzielle Zuwendungen erfolgen, dass das definitiv nicht stattfindet. Dazu haben wir im Deutschen Bundestag eine sehr offene Rechtsetzung, die ist richtig, die ist notwendig. Niemand sollte etwas zu verbergen haben. Ich treffe auch Vertreter von Firmen, ich vertrete auch Kirchen- oder Gewerkschaftsvertreter. Das ist normal, das muss offen, das muss transparent stattfinden und dann ist Lobbyismus auch in Ordnung. Zwei ganz kleine Bemerkungen. Die eine ist, Herr Wadefuhl, warum haben Sie eigentlich Ihre Fraktion sich über Jahre gegen ein Lobbyregister und alles, was dazu gehört, gewehrt? Wir haben das jetzt, nachdem diese Fälle aufgeflogen sind, jetzt ist das durchgesetzt worden. Stimmt ja nicht. Und ehrlich gesagt, hier sitzen noch zwei andere Parteienvertreter, die wollten das auch. Es war nur die Union, die das verhindert hat. Und das muss Gründe geben. Und das Zweite ist, da will ich Ihnen ausdrücklich zustimmen, natürlich sind wir Abgeordnete ein Stück weit alle Lobbyisten. Ja, Sie für Schleswig-Holstein in besonderer Weise, ich für Mecklenburg-Vorpommern. Ich vertrete gerne die Interessen auch von Hartz-IV-Empfängern. Das ist völlig in Ordnung. In diesem Sinne sind wir Lobbyisten. Nur dieser Lobbyismus, der mit Geldzuwendung verbunden ist oder der verbunden ist, dass Politiker nach ihrer Karriere in verdammt attraktive Jobs auf einmal kommen. Und da gibt es Beispiele parteiübergreifend. Das finde ich problematisch. Und deswegen müssen wir hier meines Erachtens auch in der nächsten Legislatur durch die Skandale der Union ist einiges verbessert worden. Das haben übrigens alle hier Anwesenden mit beschlossen, zu Recht. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal nachschärfen. Denn das Schlimmste ist, wenn wir in den Verdacht kommen, und in dem Verdacht ist Politik, dass wir letztlich abhängig sind. Und in dem Verdacht sind wir dann alle. Und deswegen sind wir auch alle gefordert, beim Thema Lobbyismus in großer Konsequenz nachzuarbeiten. Kurze Gegenrede. Also strafrechtlich relevantes Verhalten, dem müssen wir immer nachgehen. Ja, das machen Sie in Ihrer Fraktion hoffentlich auch, wenn Vertreterinnen der Linksfraktion bei Demonstrationen das Demonstrationsrecht missbrauchen und auch verurteilt werden. Dann werden Sie das sicherlich ganz genauso machen. Da ich Sie hier als tapferen Verfechter einer wirklich strikten Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit auch, Sie sind
Sie meinen, dass Sie die Rechtsstaatspartei sind, aber das sollten Sie, dann auch sein, wenn Ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen in Konflikt mit dem Rechtsstaat kommen. Nein, ich will das noch mal sagen. Es gehört dazu, dass wir mit Interessenvertretern reden. Ich rede mit Leuten aus der Schiffbauindustrie aus Schleswig-Holstein. Ich rede mit Landwirtschaftsvertretern aus Schleswig-Holstein. Das gehört zu meinem Beruf. Ja, und das darf auf keinen Fall diskreditiert werden. Wenn so etwas normal ist, das kann man transparent machen. Ich finde, dann haben wir an der Stelle überhaupt kein Problem miteinander. Vielen Dank soweit. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Bitte gehen Sie kurz in Ihre Ecken wieder. Die nächste Runde geht an Herrn Buschmann und Herrn von Notz. Ich möchte kurz noch was sagen. Wir haben wirklich, wirklich viele Fragen. Ich versuche schon ein bisschen auszusortieren, weil viele Bereiche schon angesprochen worden sind und auch schon gestreift worden sind. Das soll keine Zensur sein, sondern ich möchte einfach möglich machen, dass wir noch mehr andere Themen ansprechen können. Das hier kann auch eine kurze Runde werden, weil es schon thematisiert worden ist. Vielleicht noch mal eine ganz konkrete Frage an Sie, Herr von Notz. Thema Verkehr. Wie sollen wir denn vom Auto weggehen, wenn die Bahn nicht fährt oder der Bus kaum fährt? Das Dorf, drei Höfe brauchen einen Rufbus. Wie wollen Sie das fördern, auch finanziell? Ja, das ist genau das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und ich teile die Empörung darüber, dass wir nicht in der Lage sind, das ordentlich zu organisieren. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, und das muss man sich einfach mal klar machen, die Hälfte der Menschen in Deutschland hat überhaupt gar kein Auto. Die ist darauf angewiesen, dass die Bahn fährt. Die sind darauf angewiesen, dass der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Und wenn Sie sich angucken, was bei der Bahn los ist jetzt mit dem Streik, das ist nochmal eine eigene Problematik. Aber auch sonst, in was für einem Zustand die Deutsche Bahn ist nach 16 Jahren CSU im Bundesverkehrsministerium. Das ist skandalös. Und Sie müssen für die 50% der Menschen alleine, die kein Auto haben, für ältere Menschen, die noch nicht mal zum Einkaufszentrum kommen, das inzwischen weit weg ist, weil der kleine Laden zugemacht hat. Für die müssen Sie ein gutes Angebot schaffen. Und vorhin wurde ja gesagt, die U-Bahn, die fährt nicht in Rendsburg, das stimmt, fährt eine spannende Hochbrücke haben Sie hier, aber die Wahrheit ist, gerade im ländlichen Raum brauchen Sie einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, haben wir ganz konkrete Regelungen ab bestimmten Einwohnerzahlen, wann, wie oft der Bus kommen muss, und das Geld muss der Staat dafür zur Verfügung stellen. Da braucht es eine Anstrengung der Kommunen, der Landesebene und die Bundesebene. Und die Bundesebene muss vor allen Dingen Geld dafür bereitstellen. Denn das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass die Leute überhaupt eine Alternative haben, die ein Auto haben, zum Auto. Zwei Ergänzungen. Erstens, dass bei der Bahn nichts läuft, ist ja bei dem Minister kein Wunder. Der wurde jetzt beim CSU-Parteitag dafür gelobt, dass er möglichst viel Geld nach Bayern geschoben hat. Ja. Aber ein Verkehrsminister ist für ganz Deutschland zuständig und nicht nur für Bayern. Und das muss man dem Andi Scheuer wohl noch mal vor Augen führen. Und das Zweite ist, Konstantin, die sozusagen stromgebundenen Geschichten, die sind ganz wichtig, auch beim Individualverkehr. Aber wir werden auch im ländlichen Raum dafür sorgen müssen, dass wir möglicherweise Dieselmotoren mit synthetischen Kraftstoffen antreiben. Ja, nur was kostet der Liter synthetischer Kraftstoff? Sag mal, was der kostet. Was der Liter synthetischer Kraftstoff in 10 Jahren kostet, das weißt heute. Du nicht oder in 5 Jahren nicht. Aber heute kostet er 6 Euro. Weil wir den noch gar nicht groß skalieren. Wir haben heute schon die Möglichkeit, Wasserstoff beispielsweise in Saudi-Arabien klimaneutral herzustellen. Wenn wir auf diese Dinge setzen, dann können wir nämlich einen Teil unserer schon bestehenden Infrastruktur nutzen. Wir wissen, es wird in Deutschland ewig dauern, bis überall die Ladesäulen für die Elektroautos sind. Wenn es nach mir geht, sollte es schneller gehen. Ich weiß nur, es wird ewig dauern. Deshalb sollten wir möglichst mehrgleisig fahren, weil wir dann mehr Menschen echte klimaneutrale Mobilitätsangebote machen können, die Menschen auch überall brauchen. Ja, nur wir wollen, das will ich nur kurz ergänzen, ansonsten habe ich keinen Dissens, wir wollen den Wasserstoff nicht in Saudi-Arabien klimaneutral erstellen, sondern wir wollen ihn hier in der Westküste klimaneutral erstellen. Denn das muss man ja auch mal sagen, im Hinblick auf die erneuerbaren Energien ist das natürlich auch eine große Chance für ein Flächenland wie Schleswig-Holstein. Und wenn es uns gelingt, den Strom, den wir hier produzieren, nach Süddeutschland zu bekommen, und dafür brauchen wir schnellere Verfahren, damit wir diese Stromtrassen geplant und umgesetzt bekommen, dann ist das auch eine echte Erfolgsgeschichte hier für den Norden.
Du, da habe ich gar nichts gegen, nur zur Ehrlichkeit gehört eins dazu. Wir importieren heute Energie. Und Konstantin, es wird nicht gelingen, die gesamte Energiemenge, die wir brauchen, die ganze Industrie soll demnächst mit Strom betrieben werden, das Auto soll mit Strom betrieben werden, das alles hier in Deutschland an elektrischer Energie, sei es über Wasserstoff und sonst was herzustellen. Es ist überhaupt nicht aber schlimm. Aber Marco, da muss... Komm, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist doch okay, wenn wir den Arabern sagen, ihr seid nicht demnächst pleite, weil ihr könnt uns demnächst Wasserstoff verkaufen und nicht Öl, dann machen die doch eher mit, als wenn wir denen sagen, ihr seid demnächst weg vom Fenster. Wir müssen doch das Klima weltweit retten und deshalb brauchen wir Win-Win-Situationen auch mit anderen Menschen auf der Welt und deshalb schließt sich das gar nicht aus. Das schließt sich nicht aus. Das schließt sich nicht aus. Trotzdem will ich sagen, Marco, dass überall habt ihr den Innovationsglauben und sozusagen da, dass wir zu 100% Erneuerbare hinbekommen. Da mangelt es ein bisschen. Ja, und da will ich nur sagen, da bringe ich den Innovationsglauben in dieses Land für dich mit. Ich glaube, Deutschland kann das. Wir haben das im Kreuz, wir haben das in den Köpfen der Leute. Und ich kann mich an Bundestagswahlkämpfe erinnern, 2002. Da gab es große Anzeigen, dass es faktisch, physisch unmöglich sei, mehr als 1% der Stromerzeugung erneuerbar zu generieren. Und da sieht man mal, wie rasant die technische Entwicklung ist, wenn man klare politische Vorgaben macht. Das müssen wir politisch machen. Ja, wir setzen uns mal zusammen und gehen die Strombilanz durch, die wir dann haben werden. Wir kommen zu den letzten, Sie können bei mir bleiben, nehmen Sie kurz bitte Platz. Wir kommen zu den letzten zwei, drei, Herr von Notz, Sie können hier bleiben. Ja. Wir kommen zu den letzten zwei, drei Duellen. Ich glaube, es werden drei werden, weil das erste dieser drei extrem kurz werden wird, glaube ich. Herr Bartsch, kommen Sie noch mal zu mir, bitte. Und wenn das sehr kurz wird, machen wir gleich die zweite Frage auch für Sie wieder. Na, nämlich, ja. Tempolimit 130 auf Autobahnen. Sind wir dafür? Sind wir dafür. Gut. War jetzt kein richtiges Duell. Ich darf noch eine Anekdote erzählen, weil das im Augenblick so viel im Netz ist. Es gibt ja so Leute, die sagen, wenn das Tempolimit kommt, dann wandern sie aus. Die Wahrheit ist, das ist die große Frage, wohin? Denn in praktisch allen anderen Ländern auf der Welt gibt es ein Tempolimit. Und deswegen ist es sowohl für die Gesundheit der Menschen als für den Klimaschutz wichtig, dass wir das machen. Sie haben ja beide schon gesagt. Wenn ich nur erwähnen darf, das einzige Land, was noch relevant ist, wo es ein Tempolimit nicht gibt, ist Afghanistan. Genau. Ich glaube, da will keine Hände auswandern. Da ist ein faktisches Tempolimit wegen des Zustands der Straßen. Wenn Sie jetzt zu lange reden, kriegen Sie kein zweites Duellfrage hier. Wir kommen zum vorletzten Duell. Ich sage hier nochmal kurz in die Runde. Wir haben zahlreiche Fragen bekommen, die verschiedentlich schon angesprochen worden sind. Wir haben gleich noch eine kurze Ja-Nein-Fragerunde abschließend. Und da werden viele dieser Themen auch nochmal behandelt. Das heißt also, bitte fühlen Sie sich nicht irgendwie ausgegrenzt, wenn jetzt Ihre Frage nicht drangekommen ist. Ich glaube, die meisten Themen wurden angesprochen. Herr von Notz, ist ja. Das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar? Wenn ja, wie? Kurz bitte. Nein, wir glauben nicht. Wir glauben, dass das im Augenblick kein tragfähiges Konzept dafür gibt. Wir glauben aber, dass es notwendig und wichtig ist, in dem Bereich Modellprojekte auszuprobieren. Und für uns ist gerade im Hinblick auf die Kinderarmut, die angesprochen wurde, die ein zentrales Problem unserer Gesellschaft und auch ein Schandfleck ist, sagen wir, da muss es die Kindergrundsicherung geben. Das ist sozusagen dieses Modell auf eine bestimmte Gruppe, die besonders bedürftig ist, umgesetzt. Also Kindergrundsicherung, da gibt's eine große Übereinstimmung, da müssen wir was machen. Da ist auch deine Kanzlerkandidatin ja voll inhaltlich drin und hat ein gutes Konzept. Ich glaube, das muss man dringend umsetzen in der nächsten Legislaturperiode. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine der spannenden Ideen. Nur bin ich der Auffassung, dass es im Moment wirklich noch nicht so weit ist, dass man ernsthaft darüber nachdenken kann, etwa in einer Legislaturperiode zu sagen, wir beginnen damit. Es gibt jetzt einige Modellprojekte, in Finnland hat es was gegeben. Ich bin dafür, dass es in Deutschland das gibt, es gibt es in einigen Ländern. Aber zu sagen, das ist jetzt in dieser Legislatur umsetzbar, das sehe ich ausdrücklich nicht. Weil die Idee ist ja wirklich, dass dann alle Sozialleistungen in dieser Form nicht mehr vorhanden sind. Das ist ein so gewaltiges Reformvorhaben, dass ich möchte, dass darüber weiter diskutiert wird. Die Diskussion gibt es bei mir in der Linken, die gibt es sogar in der FDP, da gibt es auch Menschen, die das vernünftig finden. Ich finde, wir sollten gesellschaftlich darüber nachdenken, aber jetzt ist noch nicht angesagt, über die Finanzierung zu reden, weil da werden Zahlen aufgerufen, die dann auch einigermaßen irre sind. Vielen Dank. Nehmen Sie Platz. Letztes Duell, Herr Wadefuhl, Herr Marco Buschmann. Die Frage geht an Sie, Herr Wadefuhl. Wie kann die Pflege bezahlbar bleiben und gleichzeitig attraktiver werden und angemessen bezahlt werden? Also ich glaube, ein Grundsatz der Pflegeversicherung ist immer gewesen, dass wir Pflege versucht haben, zu Hause zu realisieren.
glaube, das sollten wir beibehalten. Das heißt, dass Angehörige, Verwandte, aber auch Pflegepersonen in den Haushalt kommen und die zu pflegende Person betreuen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir das stärken, dann ist das gleichzeitig auch am ehesten bezahlbar, weil die Wohnung, das Haus ist schon da und die Person kommt nur dann, wenn eine Pflegebedürftigkeit da ist, in die Situation dazu. Insofern haben wir da eine sehr gute Grundlage. Aber ganz klar, es kommen zukünftige Aufgaben auf uns zu. Pflege wird man in Deutschland insofern auch personell nur ermöglichen können, wenn wir die Pflegerinnen und Pfleger besser behandeln. Und das heißt, die Ausbildung, die sie machen, die muss vom Staat geleistet werden. Es ist für mich, muss ich sagen, auch selbstkritisch sagen, ein Unding, dass wir im 21. Jahrhundert in vielen Lehrberufen, Ausbildungsberufen eine Vergütung zahlen, aber Pflegerinnen und Pfleger, die diese Ausbildung machen, das immer noch selber finanzieren müssen. Das ist nicht richtig. Das müssen wir ändern. Zwei Ergänzungen will ich noch machen, weil das ein extrem wichtiges Thema ist in einer älter werdenden Gesellschaft. Also erstens, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Pflegerinnen und Pfleger, die wir haben, weniger Papierkram machen müssen und mehr an den Menschen arbeiten können. Wenn man heute mit Pflegerinnen und Pflegern spricht, welche Misstrauenskultur die begegnen, was die alles aufschreiben müssen, da geht viel zu viel Zeit für Papier und zu wenig Zeit für den Menschen in die Pflegestunde rein, die zur Verfügung steht. Und das Zweite ist, da müssen wir uns auch ehrlich machen. Und da kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen nicht nur da, aber wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Wir sind ein schrumpfendes Land und wir werden Menschen, die Lust haben, diese Arbeit zu machen, die auch machen können, zu uns einladen müssen. Und die Hürden, die wir ihnen da jetzt in den Weg legen, die sind einfach zu hoch. Deutschland ist ein schrumpfendes Land. Wenn wir nicht wollen, dass irgendwann Menschen, wie das jetzt in Japan passiert, Straftaten begehen, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie da sozusagen betreut werden, das ist ja irre. Dann brauchen wir auch genug Menschen, die diesen Beruf ausüben. Da müssen die Bedingungen stimmen. Aber wir werden an Zuwanderung nicht herumkommen in einem schrumpfenden Land. Das war eher ein Ergänzungsvorgang als ein Duell. Trotzdem vielen Dank. Nehmen Sie Platz. Wir kommen zum schnellen Abschluss. Wir werden jetzt gleich die vier Kandidaten einzeln hier in die Mitte holen. Sie kriegen ein paar kurze Ja-Nein-Fragen mit der Bitte, am besten nur mit Ja oder Nein zu antworten. Und wenn eine Begründung, bitte kurz und prägnant, damit wir Sie nicht allzu sehr fordern oder überfordern. Herr von Notz, wir sind der Erste. Ich werde Ihnen fünf kurze Fragen stellen und danach haben Sie die Möglichkeit, drei Gründe zu nennen, warum man die Grünen wählen sollte. Erste Ja-Nein-Frage. Sind die Grünen eine Partei der bürgerlichen Mitte? Ja. Kohleausstieg sofort? So schnell wie möglich. Emissionsfreie Innenstädte? So schnell wie möglich. War der NSU nur ein vorübergehender Spuk? Nein, es ist ein grundsätzliches Problem, was wir ganz entschlossen angehen müssen mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Wenn die Grünen in eine Regierung eintreten sollten, werden Sie dann Innenminister? Ich glaube, ohne hier große Geheimnisse verraten zu können, wenn wir in eine Regierung eintreten, wird ein Mann aus Schleswig-Holstein sehr wahrscheinlich Minister. Und der heißt Robert Habeck. Drei Gründe, grün zu wählen. Der erste Grund ist, wir werden entschlossen für den Klimaschutz kämpfen. Wir sind diejenigen, die da die meiste Kompetenz mitbringen, die die besten Konzepte haben. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein für die nächste Regierung. Wir verteidigen den Rechtsstaat, gerade ist angeklungen, der NSU. Wir haben aber andere Probleme in unserer Gesellschaft. Wir haben den Umgang mit anderen extremistischen Gruppen. Trotzdem müssen wir gerade am 11. September, muss man das sagen, diese Ausgewogenheit zwischen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und der Sicherheit entschlossen führen, gerade in der Innenpolitik. Und da bringen wir beides mit. Wir streiten für die Freiheit und für die Sicherheit mit einem klaren rechtsstaatlichen Kompass. Und zu guter Letzt, die nächste Regierung braucht frischen Sauerstoff. Wir brauchen einen Aufbruch für unser Land. Da muss sich etwas ändern. Wir müssen aus diesem Quark der großen Koalition raus. Das geht nur mit starken Grünen. Und deswegen bitte ich um beide Stimmen für die Grünen am 26. September. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Buschmann, fünf Ja-Nein-Fragen, danach drei Gründe. Erstens, war der Atomausstieg ein Fehler? Nein. Der Solidaritätsbeitrag in nur eine Richtung ein Erfolg?
Also wir haben wahnsinnig viel in neuen Ländern geleistet, aber jetzt ist er verfassungswidrig und muss weg. Würde die FDP auch mit einem Kanzler Scholz zusammen regieren? Da müsste schon viel passieren. Bessere Integration durch ein schärferes Strafrecht? Eine bessere Integration, indem wir den Leuten schnell beibringen, wie man hier Geld verdienen kann, wie man hier arbeiten kann, und dann bringen wir die möglichst schnell in Arbeit, denn der Kollege am Arbeitsplatz ist der beste Integrationshelfer, den man haben kann. Wenn die FDP in eine Regierung eintreten sollte, werden Sie dann Justizminister? Sie brauchen nur mit Ja oder Nein antworten. Das weiß ich nicht. Okay. Drei Gründe, FDP zu wählen. Erstens, zweitens, drittens. Also erstens, unsere Zeit verlangt, dass eine Partei da ist, die auf Freiheit und Rechtsstaat setzt. Wir haben in der Krise erlebt, dass Grundrechte schnell unter die Räder geraten. Und ich glaube, wir waren die Ersten, die seriös die Flagge für Freiheit, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und unsere Verfassung gehisst haben. Erstens. Zweitens, ich glaube, wir brauchen wieder mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger und weniger Vertrauen in Bürokratie. Wir haben das hier gesehen. Wir haben uns so selbst verbürokratisiert, dass nicht mal das Geld verbaut wird, was der Staat dafür zur Verfügung steht. Und wir wissen alle, was bei unseren Mittelständlern los ist, was in den Betrieben los ist. Die werden durch Bürokratie stranguliert. Wenn wir das wegnehmen, dann geht es ja wieder ab in Deutschland, sowohl bei staatlichen Investitionen wie auch in der Wirtschaft. Und das Dritte ist, wir müssen unseren Staat modernisieren. Unser Staat verliert Funktionsfähigkeit. Ich habe das gesagt, nicht mal Leben, Gesundheit und Eigentum der Bürger werden geschützt, weil man wie im letzten Jahrhundert arbeitet. Und das ist nicht akzeptabel. Wir sind in einem Systemwettbewerb mit Autoritären, mit China und Russland. Und deshalb ist es unsere Pflicht, uns selbst gegenüber, aber auch gegenüber der Welt zu zeigen, dass man in der liberalen Demokratie auch einen effektiven Staat haben kann. Und dafür stehen wir ein. Vielen Dank. Herr Wadefuhl. 5 Ja-Nein-Fragen, am besten nur mit Ja und Nein. Kurze Begründung, danach 3 Gründe, die CDU zu wählen. Herr Wadefuhl, haben Wasserstoffautos mehr Zukunft als reine E-Autos? Ja. Heute ist der 11.09. 20 Jahre Afghanistan, ein Erfolg? Ja. 20 Jahre für Frauen und Mädchen Bildung und Menschenrechte. Das Ende war schlimm, aber in den 20 Jahren ist viel erreicht worden. Sagen Sie das den Frauen, die buhen. Sagen Sie das den Frauen und Mädchen ins Gesicht, wenn sie jetzt buhen. Die haben unter den Taliban, bevor der Einsatz begann, schrecklichste Dinge erlebt. Und unsere Soldatinnen und Soldaten haben denen zu einem menschenwürdigen Leben immerhin für 20 Jahre geholfen. Das ist eine große Leistung der Bundeswehr. Die Ukraine in die EU und oder in die NATO? Nein. Geht es Deutschland besser als anderen Ländern Europas, weil die CDU regiert? Ja. Wenn die CDU wieder in eine Regierung eintreten sollte, werden Sie dann Verteidigungsminister? Das ist eine der unwichtigsten Fragen, die man sich heute stellen kann. 3 Gründe, CDU zu wählen. Sie kennen die CDU. Wir haben in den vergangenen Jahren, das ist mehrfach hier gesagt worden, die Oppositionsvertreter haben es natürlich kritisiert, gut regiert. Wir haben viele Krisen hinter uns gebracht. Wir haben das Land mit Augenmaß regiert. Und das werden wir weiterhin tun, wenn wir Verantwortung bekommen. Der Klimawandel ist da. Die Folgen der Pandemie müssen ausgebügelt werden. Wir brauchen wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das muss man mit Augenmaß machen. Das muss man aber auch mit einem realistischen Blick auf das machen, was in diesem Land möglich ist und was notwendig ist. Wir haben kaum mehr Arbeitslose als vor der Pandemie. Das ist eine große Leistung, aber viel mehr Schulden. Und deswegen wiederhole ich, wir müssen jetzt diese Schulden abbauen. Und wir müssen die wirtschaftlichen Kräfte in diesem Land wieder wecken, dass es für die Menschen sich wieder lohnt, zur Arbeit zu gehen. Dann werden sie auch bereitwillig Steuern zahlen. Dazu muss man Steuern nicht erhöhen. Und deswegen Realismus, Augenmaß. Dieses Land braucht Erneuerung, aber es braucht auch Stabilität. Und deswegen, Sie kennen die CDU, Sie kennen hier im Wahlkreis auch mich. Und deswegen bitten wir um Ihre Stimme. Dankeschön. Herr Bartsch, 5 Fragen, möglichst mit Ja, Nein, kurze Begründung höchstens und dann 3 Gründe für die Linken. Herr Bartsch, sind die Linken bürgerlich und regierungsfähig? Die Linken sind regierungsfähig, ja.
Und bürgerlich, ehrlich gesagt, wer schlägt eigentlich fest, was bürgerlich ist? Natürlich bin ich ein Bürger und bürgerlich, also in diesem Sinne. Aber wenn Sie mir da dann unterstellen, ich wäre konservativ, das nicht. Aber ich habe die Frage mit Ja beantwortet. Gut, befinden wir uns in einem zweiten kalten Krieg? Nein. Weiß jemand mit Sicherheit, woher das Coronavirus kam? Nein. Wenn die Linken in eine Regierung eintreten sollte, werden Sie dann Außenminister? Nein. Brauchen wir eine Frauenquote beim Politboxen? Ich glaube, das wäre ganz gut. Also hier nur hier lauter Kerle, also würde ich ganz gut finden. Drei Gründe, die Linke zu wählen. Der erste Grund wurde ebenso vortrefflich gesagt. Wir brauchen dringend in unserem Land aufgrund der Herausforderungen einen Politikwechsel. Die Pandemien, die schreiende soziale Ungerechtigkeit, viele andere Probleme, die wir haben, Hungersnöte auf der Welt, brauchen Veränderung. Und diese Veränderung wird es mit der Union nicht geben. Und ich sage ganz klar, und da haben wir sogar eine Übereinstimmung, wir werden niemals einen Kanzler von der Union wählen. Das trifft für alle anderen Parteien nicht zu. Wer das nicht will, der sollte die Linke wählen. Ich möchte, dass am Abend der Wahl von den drei Kanzlerkandidaten werden zwei traurig sein. Ich möchte, dass Armin Laschet dabei ist. Der zweite Grund ist, wir brauchen dringend Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit in unserem Land. Und deswegen ist es so notwendig, große Reformprojekte auf den Weg zu bringen. Ich habe von der Steuerreform geredet. Die jetzige Steuersituation ist das Faxgerät, das ist das vorige Jahrhundert. Ich habe von der Rentenreform geredet. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Das alles muss dringend geschehen. Und drittens, die Linke wäre in jedem Fall das soziale Korrektiv im Deutschen Bundestag. Man kann die Linke in Schleswig-Holstein wählen mit möglichst vielen Abgeordneten. Geben Sie sich einen Ruck. Sieht ja keiner. Sie können bei mir bleiben und die anderen drei dazu kurz. Die allerletzten Fragen und wirklich nur Ja und Nein. Wir gehen immer hin und her. Wirklich, oder wir gehen immer rum, das ist besser, ne? Wirklich nur Ja und Nein. Und ich weiß, es fällt Ihnen schwer, das nicht zu begründen. Manchmal wirklich nur, wenn es zwingend nötig ist. Zwingend, das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Naja. Gut, also wir fangen hier an. Sehr schön, ja. Von uns, wir fangen hier an. Eine Jamaika-Koalition halte ich für realistisch vorstellbar? Ja. Jamaika-Koalition? Ja. 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 Eine Ampelkoalition halte ich auch für realistisch vorstellbar? Ja. 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 Im Prinzip. Rot-Rot-Grün ist realistisch, in welcher Kombination auch immer. Das ist die unwahrscheinlichste von allen Koalitionen. Ja. Ja. Ja, klar machen die das. Die Große Koalition wird fortgesetzt. Ist eine wahrscheinliche Möglichkeit, die ich zutiefst bedauere. Leider, leider, ja. Es ist leider wieder realistisch geworden. Nein. Der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Aber der kann passieren. Ein paar Fragen haben wir noch. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal bei Ihnen an, gehen so weiter rum. Brauchen wir den Wehrdienst zurück? Ich glaube, wir müssen über eine Dienstpflicht, über den Wehrdienst hinaus ernsthaft nachdenken. Nein. Ich sage jetzt nicht die Meinung meiner Partei, sondern meine persönliche. Ich glaube, wir brauchen ein Solidaritätsjahr, das jeder nach der Schule leistet. Ob es also im Prinzip ist, ja. Im Prinzip ja. Einer Meinung. Nein. Werden wir aus den Folgen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge des Klimawandels als starke Europäer hervorgehen? Ja. Das ist unsere Pflicht. Ja. Es ist verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Wird es ein neues Wir schaffen das geben? Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht richtig. War das jetzt auf, ist ja in einem ganz bestimmten Zusammenhang gesagt worden. Natürlich, ja. Ja? Also wird es so etwas wiedergeben, pauschal, wir schaffen das? In Bezug auf eine Flüchtlingskrise wie die damalige, nein. Das war damals falsch und sollte sich nicht wiederholen. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Frau Merkel kommt nicht zurück. Können wir überhaupt Einfluss auf den Klimawandel nehmen? Ja. 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 Werden wir die Schulden, die wir im Zuge der Corona-Krise gemacht haben, jemals bezahlen können? Ja. Das müssen wir. Haben wir schon einmal geschafft mit Wirtschaftswachstum. Ja. Wird es wieder Schulschließungen geben? Darf es nicht, wird es nicht. Nein. Nein. Nein.
Wird es denn wieder einen Lockdown geben? Nein, wenn es nach uns geht. Ich glaube nicht. Man muss alles tun, das zu verhindern. Definitiv nicht. Brauchen wir eine Impfpflicht? Nein. Nein. Impfpflicht? Nein. Nein. Wird sich die AfD mit den nächsten Wahlen endgültig im Bund etablieren? Hoffentlich nicht. Alles tun, dass das nicht geschieht. Was heißt etablieren? Ich glaube, sie wird in dem nächsten Bundestag leider angehören. Hoffentlich werden sie schwächer und irgendwann rausfliegen. Vorletzte Frage. Werden Sie wieder zum Politboxen kommen? Ja, wenn ihr mich einladet, gerne. Das habe ich nicht verstanden. Werden Sie wieder zum Politboxen kommen? Ja, sehr gerne. Spannendes Format. Wenn die Frauenquote eingehalten wird, ja. Immer gerne. Ist ein Heimspiel. Bin gerne hier in Rendsburg. Also, na klar. Gut. Allerletzte Frage. Die Frage ist wieder an alle vier. Sie dürfen selbst aussuchen, wer zuerst antworten möchte oder sich das traut. Das ist nämlich meine Frage. Ich habe nämlich auch eine. Ja. Da vorne sitzt meine Tochter. Die ist hochschwanger. Ja. Und wird mich in wenigen Tagen zur Gesellschaftsgruppe der Großeltern schieben. Einmal Beifall für den Moderator. Obwohl er wenig damit zu tun. Meine Frage an Sie. Wenn Sie mit Ihrer Partei an der nächsten Regierung beteiligt sein sollten, können Sie mir dann versprechen, dass Sie in der Lage sind, die richtigen Weichen zu stellen, dass mein Enkelkind sich auf eine gute und sichere Zukunft in diesem Land freuen darf? Klar. Jedenfalls muss es doch die erste Pflicht sein, das zu tun. Dass man die Voraussetzungen dafür schafft, dass dieser Staat und dass die Umwelt so intakt ist, dass Ihr Enkelkind gut leben kann. Mindestens so gut wie wir jetzt. Da Kinder sind das Wertvollste. Ich habe selber Enkelkinder und deswegen müssen wir natürlich alles tun, dass die Chancen verbessert werden und dass auch Ihr Enkelkind, wie alle anderen in unserem Land, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es besitzt, entwickeln kann. Ich hoffe, die sind ganz groß. Muss ja nicht Moderator sein, kann ja auch was Ordentliches werden. Sie meinen was Vernünftiges. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gerade im Hinblick auf die Klimakrise genau darauf hingewiesen, dass wir heute politisch die Verantwortung für die Kinder und Kindeskinder tragen. Und deswegen sind wir als Mandatsträger in der Pflicht, genau dafür zu sorgen politisch, dass auf diesem Planeten, den wir nur einmal haben, auch zukünftige Generationen leben können. Vielen Dank. Begeben Sie bitte in Ihre Ecken. Meine Damen und Herren, das war das Politboxen 2021. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich hoffe, Sie erzählen allen davon, die Sie kennen. Und wenn es Ihnen nicht gefallen haben sollte, erzählen Sie es einfach trotzdem. Eine Bitte habe ich noch. Gehen Sie bitte in 2 Wochen los und treffen Sie die beste Wahl für Deutschland, die Sie können. Und fordern Sie alle Ihre Bekannten auf, das auch zu tun, weil es eben nicht egal ist, ob man in einer Demokratie mitmacht oder nicht. Mir bleibt nur noch, mich zu bedanken. Ich bedanke mich bei unseren ganzen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, bei unseren Musikern, bei Kilian Jensen, bei Max Kunz, bei Randy Daves und bei Ragnar Mathiesen. Ich bedanke mich bei unseren beiden Boxherren Gordon und Luca. Ich bedanke mich bei Henry Maske und ich bedanke mich natürlich bei Marco Buschmann von der FDP. Ich bedanke mich bei Johann Wadefuhl von der CDU. Ich bedanke mich bei Dietmar Bartsch von den Linken und bei Konstantin von Notz von den Grünen. Vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, diskutieren Sie nebenan noch weiter. Wenn Sie unseren Helfern was spenden wollen, finden Sie da vorne Dosen. Geht ganz einfach. Sie nehmen 3-4 Euro aus dem Portemonnaie und stopfen den Rest da rein. In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Passt doch gut. Die darf man behalten. Danke. Ja, danke. Danke. Wir machen das als Andenken. Super gemacht.